Ja. Was soll ich Kommen wir da irgendwann zusammen? Mein Röslein stehen, Röslein auf der Heide, war so jung und moin. Schön, moin. Lieb er schnelles nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Fräulein Minna, Fräulein Minna, hören Sie doch endlich auf. Ist ja nicht zum Aushalten. Können Sie nicht was anderes singen? Dieses Lied ist doch viel zu schade für Ihre krächzende Stimme. Ach, kümmern Sie sich nicht um meine Gesang. Kümmern Sie sich lieber mal darum, dass Ihre Aal da drin endlich mal aus dem Bett rauskrabbelt. Fräulein Minna, ich muss Sie dringend ersuchen, sich über den Herrn Grafen mit etwas mehr Respekt zu äußern. Der Olle ist nicht aus dem Bett rausgekrabbelt, sondern sein erlauchter Herr Graf von Rabenklau haben sich aus dem Bett zu erheben geruht. Ach nee, was Sie nicht sagen? Moment mal. Was soll das dann? Trennung. Sie gehören auf jeden Flügel des Schlosses. Aha. Ich verbitte mir Ihr naseweises Aha. Sie meinen wohl dazu was Besonderes, Sinn, was? Jedenfalls ist es eine größere Auszeichnung, Kammerdiener bei seiner Lauch dem Grafen von Rabenklau zu sein, als Wirtschafterin bei einem Papierfabrikanten Schmitz. Sie, wissen Sie, was Sie singen? In meinen Ohren sind Sie eine ganz eingebildete Lakritzstängel. Und Ihre Blaublüte, Ihr Herr da drin, der blaue Heinrich, das Fräulein ist Minna! War, Moment! Trennung! Sie gehören auf jenem Flügel des Schlosses. Fräulein Minna! Ich verbiete Ihnen ein für alle Mal, meinen erlauchten Herrn mit diesem Spitznamen zu benennen, den Ihr pöbelhafter Herr Schmitz aufgebracht hat. Sorgen Sie lieber dafür, dass dieser moderne Schreibtisch jetzt auch endlich verschwindet. Was? Mein erlauchter Herr haben doch befohlen... Och, Ihre erlauchter Herr haben hier überhaupt nichts zu befehlen. Wenn Ihr einer was zu befehlen hat, dann ist das meine Herr Schmitz. Und meine Herr Schmitz haben befohlen, der moderne Schreibtisch, der bleibt hier stehen. Der. Fräulein Minna, Sie scheinen sich überhaupt nicht der Ehre bewusst zu sein, dass unsere gnädigste Comtesse Olympia ihren Herrn Schmitz zu heiraten die Gnade hatte. Ja, denn Gnade mag das wohl gewesen sein. Aber Liebe war das nicht. Oder nennen Sie das vielleicht Liebe, wenn die Frau da schläft und der Mann da? Was verstehen Sie denn schon von Liebe? Mit der Figur liebt man doch nur platonisch. Na, komm. Sie da gesagt, platonisch? Ja. Sie, ich bin ein anständiges Mädchen. Ich liebe nicht platonisch, ich liebe, wie es richtig ist. Hallo. Hallo. Lassen Sie mal den Raubritter stehen. Ich habe Ihnen guten Morgen gesagt. Guten Morgen. Sehr nett, dass Sie antworten. Ist meine Frau schon aufgestanden? Ihre durchlauchte, gnädigste Frau Gräfin. Ich habe Ihnen schon hundertmal gesagt, ich habe keine erlauchte Frau Gräfin. Ich habe nur eine Frau und das ist meine Frau. Und ich bin ein ganz gewöhnlicher Herr Schmitz. Verstanden? Sehr wohl. Also, was ist los? Sie ist mit Baron Wendelstein zur Bahn gefahren. Wer denn? Ihre durchlauchte, gnädigste... Wer denn? Die ganz gewöhnliche Frau Schmitz. Und was macht denn Schwiegervater der blaue Heinrich? Sein Erlauch, der Graf von Rabenklau, geruhen, soeben das Gabelfrühstück einzunehmen. Oh, zwei, ja? Zwei Kaviarschnittchen, ein junges Hähnchen, eine halbe Flasche Champagner. Herrlich, wenn es ihm nur schmeckt, Sie. Erlauch, da freuen sich in der letzten Zeit eines besonders guten Appetits. Ja, ich weiß, der blaue Heinrich frisst mal langsam die Haare vom Kopf. Prolet. Hallo, was haben Sie jetzt gesagt? Ich sagte, es geht. Nee, Prolet hast du gesagt, ja. Ich habe es genau gehört. Mach, dass du rauskommst, dann springt dir der Prolet ins Kreuz, ja. Aber sehr bist wohl. Du plötzlich, Tempo, Tempo, Tempo. Oh, ich stehe schneller wie der je. Hallo. Wir haben verschiedenste Arbeiten. Stenografieren Sie mal den Brief an den Nikola Breuer. Ja. Adresse wissen Sie. Selbstverständlich. Sehr geehrter Herr Breuer, antworte Ihr Schreiben, werde ich Ihnen mit, dass Sie das Schloss zu dem gewünschten Termin beziehen können. Beziehen können? In dem von mir geforderten Kaufpreis ist doch das lebende Inventar einbegriffen. Einbegriffen? 30 Hühner, 4 Kühe, 3 Ochsen, 8 Schweine, mein Schwiegervater, der blaue Heinrich, 5 Gänse, meine Frau. Schmitz,
Das kann ich doch nicht schreiben. Warum? Das war ja Spaß. Kann ich den Alten nicht verkaufen? Wollen Sie das Schlossgeld wirklich verkaufen? Das ist das einzige Mittel, den Schwiegervater loszuwerden. Und Ihre Frau Gemahlin? Meine Frau Gemahlin? Oh, Lenzchen, wenn Sie wüssten, wenn Sie wüssten. Herr Schmitz, ja? Ich sehe mit Betrübnis seit Monaten eine völlige Veränderung in Ihrem Wesen. Ist wahr? Es sei ferne von mir, mich in Ihre Familienangelegenheiten mischen zu wollen. Oh, doch, mischen Sie ruhig. Sie sind ja schon 10 Jahre bei mir. 11, bitte, ja? Ah ja, einmal waren Sie im Krankenhaus, als ich meine Eltern. Sie haben gesehen, wie ich schon im Kleinsten hervorgearbeitet habe. Sie haben mit Ihrem klugen Verstand so manche Dummheit von mir ferngehalten. Bitte, bitte, keine Schmeicheleien. Ich bin immun dagegen. Also bitte diktieren Sie weiter. Ja, Lenzchen, ich weiß, Sie sind kein Frauenzimmer, Sie sind ein Neutrum, ne? Gott sei Dank. Ja? So, und nun schütten Sie einem alten Kameraden mal Ihr Herz aus. Was denn? Sind nicht glücklich in Ihrer Ehe? Glücklich, Lenzchen. So unverheiratet wie seit meiner Verheiratung bin ich überhaupt noch nicht gewesen. Ja, ja. Sie scheinen auch ein Neutrum zu sein. Liegt aber nicht an mir, sondern im gräflich rabenklauschen Hausgesetz aus dem Jahre 1690. Wissen Sie, was das besagt? Nein. Falls ein Bürgerlicher der Ehre gewürdigt wird, eine von Rabenklau zu heiraten, dann muss der arme Kerl erst eine Bewährungsfrist von 300 Tagen durchmachen, bevor er sich um die Nachkommenschaft bemühen darf. Also deshalb. Wohne ich auf der Seite des Schlosses, meine Frau wohnt auf der Seite. Und wann ist die Bewährungsfrist um? Keine Ahnung. Zuerst habe ich ja die Tage gezählt, aber nachher ist mir die ganze Geschichte zu blöd geworden. Mhm. Und ich muss... Was ist denn das? Der blaue Heinrich, ja. Hat sich eine Flöte gekauft. Steht vor dem Spiegel, bläst die Flöte und bildet sich ein. Er war Wein an Friedrich der Große. Das ist unglaublich. Ein furchtbarer Kerl. Wenn er schläft, der bläst die Flöte. Der frisst oder er zankt sich mit mir. Armer Herr Schmitz. Ja, Lenzchen, ich habe mir deine Suppe eingebrockt, aber ich löffel sie aus, bis zum letzten Löffel. Ich habe meiner Frau ganz klar erklärt, entweder ihr Vater oder ich, einer von uns beiden ist hier zu viel. Ich habe es satt, mit einem ungenießbaren Schwiegervater zusammen zu sein. Haben Sie gehört? Ich habe es restlos satt. So war es. Der ist kaputt. Und wenn sich mein Schwiegervater in Zukunft nicht nach meinen Wünschen richtet, dann soll ihn der Teufel holen. Ihn soll der Teufel holen. Wen soll der Teufel holen, Herr Schmitz? Immer der fragt, Sie sind dran. Was ist denn das überhaupt für ein Lärm hier? Es ist ja ein Krach wie in einer Markthalle. Ja. Und eine Luft ist hier zum Speien. Ach, schön. Ach ja, Sie rauchen schon wieder, trotz meines Verbots. Kostet 5 Mark. Willst du was ziehen? Ach, ist ja wieder. Entschuldigung. Rauchen ist mir unangenehm. Aber das Rauchen macht mir Vergnügen. Ich verbitte mir Ihre Impertinenzen in Gegenwart einer dritten Person. Nancy, hast du gehört? Jetzt bist du die dritte Person. Komm, sag ihm mal was Liebes. Fällt mir gar nicht ein. Guten Morgen. Lachen Sie nicht, Herr Schwiegersohn. Hören Sie lieber auf das, was ich zu sagen habe. Bitte? Ich habe Ihnen eine Eröffnung zu machen. Bitte eröffnen Sie. Seit Tagen schon ist es mir klar geworden, Ihnen ist der außerordentliche Vorzug, Schwiegersohn des letzten Grafen von Rabenklau zu sein, immer noch nicht voll und ganz ins Bewusstsein gekommen. Da haben Sie vollkommen recht, aber was anderes sind wohl zum Bewusstsein gekommen. Ich war Ihnen doch nur Mittel zum Zweck. Wie bitte? Ihnen war ja nur, um einen reichen Schwiegersohn zu tun, der Ihre Schulden bezahlt. Herr Schmidt! Ich habe für Sie das Schloss gekauft. Ich habe es renoviert, neu eingerichtet, Ihre gesamten Schulden bezahlt. Was tun Sie als Dank dafür? Ehren und Biesacke mich von morgens bis abends. Steigen durch die Gegend wie ein Storch im Salat. Ja, ich bin sprachlos. Ja, der liebe Jörg, erhalte dir den Zustand dafür. Gerade heute hätten Sie jeden Grund, sich mein Wohlwollen nicht zu verderben. Was ist denn gerade heute los? Heute um Mitternacht endet Ihre 300-tägige Bewährungsfrist. Oh, wie interessant. Und ich erkläre Ihnen aufs Präziseste, was denn? Dass ich mich nicht dazu entschließen kann, Sie heute schon voll und ganz in Ihre ehelichen Rechte einzusetzen. Und ich erkläre Ihnen auf das Präziseste, dass mir da voll und ganz Schnurz ist. So. Wie bitte? In 209 Stand ist mir klar geworden, was ich für ein Idiot gewesen bin. Ihre Tochter ist in dieser Zeit nicht nur nicht meine Frau gewesen, sondern sie hat es auch für nötig gefunden, von den Lebenssäuschlingen, die sich jede Woche eingeladen hat, den Hof machen zu lassen und auf Teufel komm raus herumzubussieren. Herr Schmitz! Ja, und ich als ganz gewöhnlicher Herr Schmitz
Ich durfte die Festlichkeiten ja nur bezahlen. Sonst durfte ich doch überhaupt nicht. Was soll das wagen Sie? Mir so schrappers ins Gesicht zu sagen? Dann dreh dich um, ich sag doch, dann merken wir auch. Sie, der Sie meinen friedlichen Ahnensitz in eine Radaubude verwandelt haben. Ach, kommen Sie, der Meister Radau, machen Sie doch hier. In meinem Marstall, in dem jahrhundertelang die edlen Streitrosse derer von Rahnklau standen, haben Sie Ihre ratternden Papiermaschinen aufgebaut. Ja, hier wird gearbeitet. Aus meinem Ahnensaal, von dessen Wänden 27 Generationen erniederblicken, haben Sie eine Lumpensortieranstalt gemacht. Ja, ey, du musst eine Lumpen da hin, ne? Und hier, gerade hier, wo eben die Wiege der Stamm unter der von Rahmklaus stand, haben Sie hier lächerliches Büro aufgebaut. Mein lieber Gabe, scheint dir nicht klar zu sein, wenn wir draußen nicht arbeiten und hier nicht tippen, hast du nichts mehr für zu nippen. Ne? Sie sind von einer empörenden Form. Ja, schon gut, jawohl, ja. Guten Morgen, Papachen. Ach, Olympia, mein liebes Kind. Meine Gemahlin, schönen guten Morgen, meine Gnädigste. Guten Morgen. Oh. Also, Anton, ich muss unbedingt ein neues Auto haben. Mhm. Für die 30 Kilometer bis zur Bahn haben wir fast eine halbe Stunde gebraucht. Ein schauerlicher Rumpelkasten. Hören Sie mal, 180 PS Sportwagen ist ja wohl kein Rumpelkasten. Hast du sonst noch was auf deinem hochwohlgeborenen Herzchen, mein Kind? Ja, ich wollte dich fragen, ob du die Einladung an die Fürstin Ingelfingen geschickt hast. Nein, mein Kind, die wird überhaupt nicht mehr eingeladen, die wird nur noch ausgeladen. Tschüss. Und der Erste, der ausgeladen wird, sind Sie. Ich habe es satt mit dem ungenießbaren Schwiegervater, wie Sie sind, noch länger unter einem Dach zu leben. Das ist ja empörend, dass du so etwas meinem Vater zu sagen hast. Ach, doch nicht. Komm, Papa, wir gehen. Nein, mein Kind, ich bleibe. Denk immer an meinen Wahlspruch. Furchtlos und unverzagt. Ich werde diese Unterredung zu Ende führen, ich bleibe. Na schön, wenn Sie bleiben, dann gehe ich. Hab heute Morgen kein Interesse, mir Ihren Quatsch wieder anzuhören. Sie vergessen wohl, mit wem Sie reden. Wieso? Mein Urahn war Balduin Graf von Rahmklau, Großmeister des Johanniterordens in Marienburg. Und ich bin Heinrich der Letzte. Mein Herr, ich habe vergessen, mit wem Sie reden. Mein Urahn war Hubert Spitz, Großmeister der Bäckerin in Köln-Nippes. Und ich bin Anton der Erste. Liebes Kind, das ist ja kein Mensch, das ist ein Butterkuhle. Reg dich nicht auf, Papa. Du, ich werde selbst die Einladung an die Fürstin Ingelfingen schreiben. Recht so, mein Kind. Wir werden uns in der Erfüllung unserer gesellschaftlichen Verpflichtung in keiner Weise durch dieses plebejerhafte Benehmen des Herrn Schmidt stören lassen. Herr Graf! Herr Graf! Schreist du denn so? Herr Graf! Ja, was ist's? Draußen ist ein Herr. Was macht für ein Herr? Wie heißt er denn? Sperling. Sperling, Sie meinen wohl von Sperling? Nö, nur Sperling. Was, ganz einfach Sperling? Ja. Olympia, bitte komm. Ja, Papa. Melden Sie diesen Spatz da drüben. Bitte schön. Frau Sperling, bitte. Sperling ist mein Name. Ne Sperling, sagte ja. Wäre. Sperling? Och, wat? Spatz, Sperling oder Mösch. Ist doch alles selbe Geflügel. Was haben wir denn hier für eine Kanarie? Nein, Hans Hansen, du altes Miststück. Sag mal, Herr, du lebst noch. Wenn man das Leben, das ich so führe, noch Leben nennen kann, dann lebe ich noch. So schlimm wird doch nicht sein. Komm her, Junge, setz dich. Dankeschön. Was darf ich dir anbieten? Tee, Kakao, Schokolade, Pralinen, Wein, Pudding am Körnchen oder Eis am Stiel? Danke, 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 gar nicht. Ja, aber sei danke, was trinkst du denn für gewöhnlich? Für gewöhnlich trinke ich Wasser. Wasser? Ja. Oh ja, Wasser kannst du mit mir auch haben. Hab ich ganz frisch reinbekommen, hier. Kirschwasser, was hast du denn dazu? Mensch, Anton, wie lange habe ich das nicht mehr getrunken? Ja, dann trinken wir, pass auf. 48% nicht, du. Ganz gefährlich. Hopp. Danke, Achtung. Prost, kipp im. Hey, zack.
Gut, sag mal, Anton, du wohnst ja herrlich hier. Gefällt es das dir? Das Schloss, der Park mit den alten Bäumen und dem sprudelnden Springbrunnen. Anton, du musst der glücklichste Mensch sein. Ja, mein Junge, so glücklich, dass ich nicht erwarten kann, das Schloss, den Park mit dem sprudelnden Springbrunnen loszuwerden. Ja, aber Anton, wieso denn? Nicht so laut eine Überraschung für meine Frau und für meinen Schwiegervater. Warum sind Sie denn nicht liebevoll zu Ach, dir? Hans, wenn du wüsstest, mein Schwiegervater, der blaue Heiner ist, ein alter Krakeler. Ja. Und meine Frau ist eine dumme Gans. Aber Anton. Ja, und deine Schwiegermutter? Existiert keine. Aber mein Schwiegervater stellt sämtliche Schwiegermütter, alle fünf Erdteile in der Schatten. Ja. Die Arme hier, die Schwindsucht an den Hals. Schwindsucht? Ja. Entsetzlich. Ja, Junge, kann ich das sagen. Ich habe vor Jahren wahnsinnig viel Geld verdient. Du siehst ja, ich konnte mir das Schloss kaufen. Da habe ich gedacht, das machst du dir vergnügt. Darin schaust du die Welt an. Ja. Packe mir einen Koffer, erste Station, Baden-Baden, Hotel Stefanie. Das war so schon lange erzählt. Im Hotel Stefanie, da saß dieser alte Raubritter mit seiner neunzackigen Tochter und ich, 8 Tage vor Jahren waren, hatten die mich eingefangen. Eingefangen? Ja. Entsetzlich. Du, ich kann dir sagen, ich war ein Riesenkamel. Aber dass wir gerade vom Kamel sprechen, wie sind die denn die ganze Zeit gegangen, ne? Anton, also pass auf, ja? Dann will ich dich jetzt mal chronologisch entwickeln. Entwickeln, also angefangen habe ich als Geistierarbeiter. Das war faul. Wollte ja auch kein Mensch meine Romane. Kann ich mal denken, ja. Ja, und dann bin ich Schauspieler geworden. Noch schlimmer. Nee, Anton sagt das. Was denn? Ich habe den Hamlet gespielt. In Bonn? In Bonn unter Nölte. Nein, ja. Und? Die Leute haben gelacht. Hamlet war auch keine Rolle für dich. Nee? Da hätte sie im Freischild spielen müssen. Was denn da? In der Wolfsstube, die wilde Sau. Die steht. Jedenfalls, ich habe dann nämlich die Schauspielerei drangegeben, ja? Und jetzt bin ich Hauslehrer. Was ist denn mit dem los? Ja, so richtig froh werde ich da aber auch nicht. Warum nicht? Die Schüler wissen ja mehr als ich. Ist ja grausig. Was willst du denn machen? Siehst du, Anton, und deswegen bin ich zu dir gekommen. Ja. Pass mal auf. Ich habe einen Onkel in Kapstadt. Kapstadt? Liegt das nicht in Afrika? Ja, genommen in Südafrika. Ja? 33 Grad südlicher Breite, 18 Grad östlicher Länge. Hui, woher weißt du das? Von meinen Schülern. Ach so, das ist gut, ja. Und dieser Onkel hat mir nun geschrieben, dass ich zu ihm kommen Was soll. Was soll's denn da? Vermutlich seine Kinder unterrichten. Ja, und? Ja, und da habe ich mir gedacht, pack sie deine Sachen und fährst hin. Kinder, pack deine Sachen, fahr hin. Auf was wartest du noch? Aufs Geld. Auf Geld? Auf Geld, was? Du machst auf Geld? Ja. Hast du gedacht, dass ich... Anton, ich danke. Nee, komm, ich habe noch keinen Ton gesagt. Aber du tust es. Ich sehe es dir an, deinem milden Lächeln, im Glanz deiner Augen. Aufhören, dann wird mir zu teuer, ja. Sag mal, du brauchst halt der Regel doppelt und du kriegst ja doch bloß die Hälfte. Also schön, 10.000. Schreibe 3.000. Hey, Anton, die Hälfte von 10 ist 5. Hey, du kannst ja rechnen. Ah ja, du hast ja Schüler, ja. Stimmt doch, ja, komm her. Wie gewährt dir das hier, ja? Anton, du bist ein Prachtherr. Entschuldige. Hallo? Ja, am Apparat. Wer ist da? Herr Breuer! Prost, Herr Breuer! Prost, Herr Breuer! Hallo, ja. Freue mich, dass Sie da sind. Sie wollen das Schloss besichtigen. Wunderbar. Ihre Nichte Paula ist mitgekommen. Freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, gut. Ja, nein. Bleiben Sie am Park. Eingang, ich komme Sie abholen, dann gehen wir durch den Park. Können Sie den besichtigen. Tschüss, komm direkt. Aufhören mit dem Apparat, los. Ich erwarte einen reichen Fabrikanten, der das Schloss kaufen will. Du willst das Schloss also wirklich verkaufen? Das einzige Mittel, den Alten loszuwerden. Ja. Komm her, Jung, lass das Jut gehen, komm mit nach Afrika und lass dich bitte nicht von einem Affen verführen. Nee, ich pass auf. Guck mal hier vorne. Warte. Geh mal da vorne rein. Ja? Da sitzt mir ein Tipp, Fräulein, die Lenz, schick sie mal nach Hause. Ja, wie, einfach so, oder was? Ja, die soll nach Hause gehen. Ja, was soll ich denn sagen? Von den Lenz hört ihr Schluss, gehen sie nach Hause. Warte mal. Von der Lenz, gehen Sie doch. Du, ja, Kaspar. Aber verlieb dich nicht in die Lenz. Warum nicht? Das ist ein zauberhaftes, reißendes, bildhübsches Mädchen. Oh, die ist so schlank. Muss zweimal gucken, so siehst du sie alle. Eieieiei. Ein schlankes, junges Mädchen? Nee. Da bin ich direkt bei der Bank. Da muss ich mir erst einen trinken. Von der Lenz, gehen Sie nach Hause für heute Schluss. Von der Lenz, gehen Sie nach Hause für heute Schluss. Von der Lenz, gehen Sie nach Hause für heute Schluss. Nee. Wer weiß, wie hübsch die ist. Okay, trinke ich mir jetzt noch einen. Na, so. Jetzt bin ich auf alles gerüstet. Von der Lenz, ich komme. Olympia, komm, die Luft ist rein, der Spatz ist fortgeflogen. Ja, Papa. So, jetzt setze ich da hin und schreibe die Einladung an die Fürstin Ingelfing. Ja, Papa. Ich werde in der Zeit den Marschstall inspizieren. Der Anton ist sehr gut. Da ist zwar eine Tür, aber die Tür ist abgeschlossen und kein Mensch weit und kein Mensch breit. Dann vor der Lenz ist bestimmt schon lange rausgegangen. Oh mein, da sitzt sie ja.
Ist er noch viel hübscher, als der Anton gesagt hat? Oh, kriegst du direkt wieder Angst. Bitte? Vor nach Hause gehen Sie nach Schluss, für heute ist Lenz. Die ganze Zeit schon. Nee, ich wollte sagen, Fräulein Lenz, gehen Sie nach Hause, für heute ist Schluss. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn eigentlich? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Misch. Bitte? Sperling ist mein Name. Ich bin ein Freund Ihres Prinzipals. Prinzipals? Jawohl. Ach so, Sie glauben, dass ich hier... Naja, es ist ja ausgezeichnet. Haben Sie denn auch schon mit meinem Prinzipal gesprochen? Jawohl, das habe ich. Da hat er gesessen und da habe ich gesessen. Warte mal, Fräulein. Ja? Wie kommen Sie denn so mit ihm aus? Ach, naja. Man schlägt sich so durch, hm? Aua! Man schlägt sich so durch? Ja. Da verstehe ich aber nicht. Der Anton ist doch sonst eine Seele von einem Menschen. Aber ich weiß es. Wenn der mal muffig ist oder schlechte Laune hat oder sowas, dann liegt das nur an seine widrige familiäre Verhältnisse. Sie nicht sagen. Hat er Ihnen davon erzählt? Jawohl, das hat er mir erzählt. Da hat er gesessen, da habe ich gesessen. Jawohl, er hat sein Herz ausgeschüttet. Mhm. Ja, Sie hätten mal hören sollen, wie wütend der war. Der hat geschimpft auf seine Frau und auf den blauen Heinrich. Blauer Heinrich? Wer ist das denn? Sag mal, Sie kennen Sie nicht. So der alte Knacker, der hier rumläuft. Dein Schwiegervater. Und wissen Sie, was du von seiner Frau gesagt hast? Nein. Er hat gesagt, seine Frau wäre eine dumme Jans. Was? Das hat er auch gesagt? Hat er gesagt, irgendwo. Da hat er gesessen, da habe ich gesessen. Aber, Fräulein, schön, hören Sie mal, das dürfen Sie ihm aber jetzt nicht wieder erzählen, weil das wäre mir sehr unangenehm und ihm sicher auch. Tja, das kann wohl sein. Auf jeden Fall, ich danke Ihnen, Herr Sperling, für Ihre interessanten Mitteilungen. Bitte schön, das ist ganz herrlich geschehen. Jetzt muss ich mich aber schnell verabschieden. Weil sonst verpasse ich meinen Zug nach Afrika. Ach, Sie verreisen nach Afrika? Ja, wo ist Marsch? Ja, dann leben Sie wohl, Herr Sperling. Ich lebe. Was das denn? Bitte? Was haben Sie, ein süßes Patschhändchen? Ja, das ist Handschuhgröße 6, ne? Ja, aber ich bitte Sie. Ja, dann lassen Sie doch meine Hand los. Nee, das geht nicht. Weil morgen früh bin ich schon in Hamburg. Wie? Übermorgen bin ich in Afrika. Und wenn ich jetzt in Kapstadt bin... Moment mal! Also bei mir kommen Sie nicht mal bis zum Äquator. Eieieiei, Fräulein Lenz, für einen Tipp, Fräulein, haben Sie aber einen ganz schönen Anschlag. Was das denn? Da sind ja alle 10 Finger drauf. Fräulein Lenz, Ihre Handschrift wird mir unvergesslich bleiben. Bitte schön, kommen Sie rein, Herr Fräulein, bitte schön. Donnerwetter noch mal. Nee, witzig, aber schön am schön warm ist hier. Nee, das alte Schloss, der Park, die Bäume, der Springbrunnen. Sagen Sie, das Balmenhaus ist eine Sehenswürdigkeit sondergleichen. Finden Sie nicht auch, Herr Schmidt? Herr Schmidt? Ja, hier bin ich. Was ist denn? Das Balmenhaus. Ja, habe ich eins. Sehenswürdig. Ja, finden Sie nicht auch Paula? Paula. Ja. Ist doch eine Sehenswürdigkeit, ne? Ja, das ist eine Sehenswürdigkeit und... Ja, was? Das Palmenhaus. Ach, das Palmenhaus. Ja. Ja, das gefällt mir auch gut. Ja. Überhaupt, ich finde hier alles ganz, naja, ganz kolossal, sagen wir mal. Ne? Ach, Onkel Nikola, ja. Guck mal, da steht doch ein Spruch. Furchtlos und unverzagt. Ja, ne? Ist das Ihre Fabrikmarke? Gott sei Dank, lass das sein. Gerne ich meinen Schwiegervater hören, der verklagt Sie wegen Ehrenbeleidigung. Ach, Mensch. Herr Breuer, würden Sie mal da ablegen? Ja, oder Paula, bitteschön. Dankeschön. Studie, bitte schön, so. Lieber Jutta Schmidt, ich muss ja. Ihnen eines sagen. So ein Schloss, das war eigentlich schon immer mein Traum. Ist das wahr? Schon als so eine kleine Junge habe ich immer von einem Schloss geträumt. Habe ich mir zum Üben erst mal ein Fahrradschloss zugelegt. Spaß beiseite. Das ist übrigens Paula, ne? Paula, ja. Das ist meine einzige Nichte. Ja. Bin auch der einzige Onkel. Ja. Und ein lediger Onkel dazu. Und ein netter Onkel, ne? Oh, danke. Hast du gehört, Kind? Eugelchen hat das Kind, ne?
Was ich dem Kind von den Augen absehen kann, das soll er auch haben. So einen Onkel möchte ich auch haben, ja. Ja, bitte bedienen Sie sich ruhig. Ich bin auch zu haben. Na, wie gefällt es Ihnen denn hier? Ne? Ach, ich finde hier alles so romantisch. Hier gefällt es gut. Hier der Schlosspark da draußen, dann die Ahnengalerie. Na ja, und hier die zwei Blechmänner, ne? Hören Sie mal, haben Sie auch noch so ein Burschverlies und so eine echte Folterkammer? Burschverlies und Folterkammer? Aber nein, sowas haben wir doch. Oh, das ist aber sehr schade, Sie. Doch, haben wir noch. Ja, hier. Nebenan, da wohnt noch ein Folterknecht. Ja. Der foltert prima. Und dann nebenan wohnt der eiserne Jungfrau. Eiserne Jungfrau? Eiserne Jungfrau. Oh, wie, kann man Menschen nicht mal kennenlernen? Bist du nicht, Herr Breuer. Sehen Sie mal, wenn man so wie ich verbeugt bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen. Apropos Moin, wie viele Moin haben Sie eigentlich? 1200, Herr Breuer. 1200. Ich habe ja den ganzen Morgen geärgert, aber kaum erscheinen Sie auf dem Plan. Apropos Plan, haben Sie nicht einen Plan von dem gesamten Komplex? Ja, ich habe einen Plan, Herr Breuer, kommen Sie mal hier zum Schreibtisch. Entschuldigung, geht Geschäft. Sie sich hier in diesem Plan, aber recht tief, bitteschön. Recht tief, mach ich doch. Sehen Sie, Ihr Onkel kauft das Schloss und Sie werden sehr nettes Schloss vorne. Was hat er davon? Wenn Sie glauben, dass mir das nur im geringsten imponiert, dann sind Sie aber auf dem schönsten Holzweg. Wieso das denn? Wissen Sie, ich liebe die goldene Freiheit, die herrliche Natur, nette und frohe Menschen. Ja. Der ganze adlige Schnickschnack mit seinem Trara, Klimbim und Schinkbum, der kann mir doch gestohlen bleiben. Das ist ja wunderbar. Ja, also wie ich denke, auch meine beste Freundin, die Frieda. Das ist ja doch normal. Ja. Adlige Schnickschnack, Klimbim, Trara, Schinkbum. Das muss ich auswendig lernen. Das gefällt Ihnen? Das kann ich doch vielleicht mal brauchen. Aber eigentlich müssen Sie mir doch böse sein. Warum denn? Sie gehören doch sicherlich auch zu den Leuten, bei denen der Mensch erst mit dem Baron anfängt. Um Gottes Willen, sehe ich vielleicht so aussehen. Entschuldigen Sie bitte, lieber Herr Ausseher, aber da kann ich nichts mit anfangen. Wieso? Wird man ja ein Schlau draus, lauter Strichen, so Klecks, so Pünktchen, kriegt man ja keinen Überblick. Haben Sie vollkommen recht. Was Sie brauchen, ist so ein richtiger Überblick. Sie brauchen so einen Überblick über den Überblick rüber. Wo kriege ich den Überblick über den Überblick? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Sehen Sie da drüben das alte Haus, wo wir vorbeigekommen sind? Ja, klar. Roten Dach, ja? Mhm. Da gehen Sie mal rein, drei Treppen rauf und dann lassen Sie sich mal einen Schlüssel geben, ja? Schlüssel? Ja, vom Aussichtsturm, also, ja. Da gehen Sie die Treppen wieder runter, Aussichtsturm rauf und sowas von Überblick, wie Sie da überblicken, sowas haben Sie noch nie überblickt. Bei der Hitz? Ja. Aber jetzt schon ein Stück Arbeit. Sie rauf, runter und wieder rauf. Wenn Sie wollen, mit Pünktchen rauf, ja? Ja, wie bei der Hitz. Ja, ja, also wenn ich jetzt nicht zurückkomme, Kind, dann bin ich unterwegs in Schmolz. Ja. Netter Onkel ist das. Jetzt sagen Sie. Sagen Sie bloß, Meier Schmitz, warum haben Sie jetzt eigentlich meine Onkel weggeschickt? Haben Sie das gemerkt? Sicher habe ich das gemerkt. Oder will ich Ihnen sagen, wenn ich mit Ihnen allein sein wollte. Ich habe gemerkt, man kann sich so nett mit Ihnen unterhalten. Und hier im Schloss ist nicht ein Mensch, mit dem man ein vernünftiges Wort reden kann. Was ist denn? Ja, Herr Schmitz, es ist 12 Uhr, wir essen gleich und ich muss das. Wunderschön, Sie sehen, ich habe Besuch, kommen Sie gleich nochmal wieder. Sehen Sie, wenn Sie nun eines Tages hier wohnen, und in aller Helges früh mit dem Pferd ausreiten. Herr Schmitz, das geht nicht. Ich muss jetzt am Tisch stecken. Mit dem Pferd ausreiten über Felder. In der Küche verbrannt mir und essen. Die Minas, gleich tritt sie ein Pferd. Ich bitte, dass Sie gefälligst rauskommen. Nehmen Sie das Tablett? Nee, machen Sie mal selber. Ja, das ist schon mal das Letzte. Komm mal, stellen Sie hier mit. Moment mal. Ich tue es unter so. Nee, warten Sie, Herr Schmitz. Kommen Sie her. Stellen Sie das Tablett mal hier ab. Wissen Sie was? Warum? Ich stecke Ihnen heute mal der Tisch. Sie wollen einen Tisch decken, können Sie das? Ja, dann könnt ihr mal probieren. Also meine Frau kann es nicht. Ach, sagen Sie doch sowas nicht. Keine Ahnung. Als erstes kommen hier die Platzdeckchen. Eins, zwei, drei. Sehen Sie? Ja. So, und jetzt die Teller. Eins, zwei, drei. Toll. Die Messer, Herr Schmitz. Da auch. Zwei, drei. Dann die Jäbelchen. Sehen Sie, Herr Schmitz, das ist im Grunde genommen kinderleicht. Passen Sie gut auf, dann können Sie das nächste Mal schon selber machen. So, und jetzt noch die Servietten, Herr Schmitz. Was sagen Sie denn jetzt? Toll. Gedeckt wie geleckt, von dem Tisch lasse ich mir Ansichtskarten machen. Ja. Übrigens, eine Frage. Ja? Können Sie auch kochen? Ja, ich koche ja ganz gut, sagt das Frieda. Das glaube ich nicht, das sagen alle jungen Mädchen. Und wenn es darauf ankommt, waschen Sie das Salat mit Seife. Ne? Und die Eier lassen es stundenlang kochen, und die werden ja nicht weich. Ach, so sehen Sie das. Ja, so sehe ich es. Was ist denn dann zum Beispiel Ihr Lieblingsspeis? Oh, das raten Sie nicht. Kordelfleisch mit Sprütscher. Sprütscher. Rosenkohl. Rosenkohl. Aber das erste. Kordelfleisch. Das habe ich noch nie gehört, Herr Schmitz. Meine Erfindung. Ja, was ist es denn? Aus wunderbar. Kordelfleisch. Ja. Das sind die Rouladen mit der Kordel drin. Oh, nee. Himmel und Erde mit Blutwurst, Eckebohnen, mit Speck, Eisbein, Linsensuppe, Erbsensuppe. Warten Sie, Herr Schmitz, warten Sie, jetzt ist mir was Dringendes eingefallen. Was dann? Mögen Sie ja nicht auch so gern wie ich Reibekuchen? Was ist denn das Reibekuchen? Ach, Riefkuchen! Ja, die mag ich. Gott sei Dank!
Sie können Reibekuchen machen. Kommen Sie mal her zu mir. Hier aufs Sofa, ich wollte mir zweimal Reibekuchen machen. So aus der Lameng? Eine Schüssel, die kommt es zubereitet. Gut, also, als allererstes brauchen wir Kartoffeln. Wie viel? Ja, wie viel essen Sie? Na, also 20 Stück essen. Boah, so viel? Ja, das ich, ja. Ich dachte, 8 bis 10. Nö, 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 nö. Ich habe wieder Besuch, komm. Tu mal 5 dabei, ja. Wie viele Kartoffeln? Sagen wir mal 10 Kilo, 10 ne? 10 Kilo, hier haben wir sie. Ja. Schön gewaschen sind ja, sie. Ja, schön. Jetzt werden sie geschält. Guck mal, ja. Dicke Kartoffeln. Schäle immer mit der Hand. Ja. Das mache ich immer. Ja, Herr Schäle. Langsam, ich mache immer eine lange Schale. Oh, gut, eine lange Schale. So, komm mal. Oh, ist die lang. Nächste. Was ist das denn? Das sind die Eugel, schön. Die müssen wir raus. Jetzt haben wir 10 Kilo geschält und gewaschen, jetzt werden sie gerieben. Aber mit der Hand. Ja, nicht mit der Maschine. Schmeckt man. Schön, Herr Schmidt. Ja. Wie das schön, wie das läuft. Riesige Tische. Gut, Herr Schmidt. Was ist? In der Finger hier rein. Gut, in Ordnung, verrühren, so. Was kommt jetzt? Jetzt kommen die Eier, Herr Schmidt. Wie viel? 3 bis 4. Nein, über 20. Oh, ja. Ich hab doch eine Hühnerfarm. Ja, dann? Aber wir trennen die Eier, was heißt Eiweiß und Dotter. Ja. Wir nehmen nur die Dotter, da wird's ein sämisch. Ja, gut. Wo haben wir die Eier? Hier, also aufhauen, so. Jetzt kommt das Eiweiß. Ich bin sehen jetzt Sie? Platt, wie Sie das machen. Wie das Eiweiß ja, läuft. Schmidt, und immer das Ei, Dotter, schon mal ja, rüber. Ja, gut. So, ob gut. Wieder da. Upsala. Und nochmal eins, zock. Ja. Wieder oh, nee, 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 das will nicht. Das ist ein langes Eiweiß. Ja, das sperrt sich. Nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja. Ja. Oh. Auf die Erde fallen. Ach, lassen wir liegen. Hat ja keiner gesehen. Was kommt jetzt? So, und jetzt einmal rühren, Herr Schmitz. Und dann brauchen wir Gewürze. Ja? Wo finden wir das Salz? Salz habe ich hier bei mir, bitte. Und Pfeffer? Hab ich auch hier, ja. Oh, Herr Schmitz, Sie sind ja... Nee. Was ist? Ich hab mich vertan. Wieso? Da kommt ja keine Pfeffer dran. Macht nichts, aber wieder raus. Oh! Und jetzt kommt das Allerwichtigste, Herr Schmitz. Die Zwiebel. Oh ja, hier, ohne dicke Zwiebel. Ach, boah, ist deine Watzmann. Abblättern, die Blätter darunter. Ja. Vorne weg und unten gut. Wegschneiden, so jetzt werden sie eingeschnitten. Ja. So kleine Würfelchen, kleine Würfel. Was passiert? Was hast du denn? Oh, brennt so, Herr Schmitz. Wieso? Ich muss doch immer weinen, wenn Zwiebeln geschält werden. Oh, oh. Ich hab doch ja keine. Wir tun doch nur so, oder? Ja. Ah, Mama! Ah. So. Hey, Herr Schmitz. Alles drin. Darf ich probieren? Probieren Sie. Lecker. Mm, lecker. Jetzt wird gebraten. Dann brauchen wir eine Pfanne. Eine Pfanne. Ich hab's hier gesichtet, da hängt so ein Säckkinneton. Ja. Ist eine geöffnete Pfanne. Bitte sehr, Schmitz. Also her, ein Ofen. Jawohl, wird sofort geliefert. Nee, der ist ein bisschen zu groß, aber der hier. Oh ja, schön. So. Kanonenöfchen, wenn sie auf Hei, Achtung, heiß. Heiß, ja. Oh, Spritz, passen Sie auf. So, passen Sie auf, langsam. Oh. Wie das brennt. Ich bin noch Hunger, Herr Schmitz. Hey, Moment, ich muss sie erst rum. Ja, ist gut. Mein Schwuppdiwupp. Hopp. Herr Schmitz! Was ist denn? Jetzt hätte ich mir ja fast die Schnüsse verbrannt. Außerdem muss ich jetzt mal dringend in der Yachten und gucken, wo der Onkel bleibt. Jetzt hätte ich beinahe in der Reibekuchen reingebissen, warte. Ach, wie das duftet! Wie das duftet! Da rein! Was machen Sie denn da? Reibekuchen, mal beißen. Ah! Wollen Sie jemand mich lustig machen? Ja. Ein für alle Mal, ich liebe solche Scherze nicht. Gibt es denn schon wieder Papa? Ach, ärgert muss ich mich, mein Kind. Und immer vor dem Essen. Jedes Mal vergeht mir der Appetit. Bis jetzt haben Sie immer noch durch die Reihen gehauen, ja? Wollen Sie damit behaupten, dass ich ein Vielfraß bin? Das haben Sie gesagt, bitte. Papa, du solltest dich bei Anton doch längst an diese Lieblosigkeiten gewöhnen. Mein liebes Kind, wenn Sie hier eine Lieblosigkeit beklagen, dann bin ich jetzt wollen gefährlich. Wir den nicht essen? Wollen ich will Ihnen etwas sitzen? Sagen. Ich lasse mich nicht mehr setzen kommandieren. Wir uns doch, unter ja? keinen Umständen mehr. Setzen wir uns! Jawohl. Bitte schön, meine Gnädigste. Dankeschön. Herr Graf, darf ich bitten, Platz zu nehmen? Ah! Dann vorne ist hier. Ja, ist gut. Bitte. Was denn damit? Das ist schön. Was denn da? Der kann ja auch was tun. Mahlzeit. 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 Ja, was soll das denn? Entschuldigung, wenn die Serviette ausschlag. Ach, lassen Sie das. Herr. Sie putzen den Löffel? Ja, klar, sauber, ich sauber, Herr. Das schickt sich nicht, unterlasse das. Ja, schön, essen wir den Grünspann auch mit. Blöder.
Quatsch. Ach, Sie wollen sich wohl aufhängen. Nein, nein, vielleicht kann man sich beschlappen. Aber beschlappen, man bekleckert sich nicht. Entschuldigen Sie bitte, der Licht. Anastasius, Sie servieren die Suppe, wo ist denn die Minna? Fräulein Minna packt ihre Sachen. Wie packt ihre Sachen? Sie will aus dem Dienst treten. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich diese Person gekündigt habe. Was? Morgen miete ich mir jemand nach meinem Geschmack. Lieber Herr Graf, die Minna ist meine Angestellte. Darüber haben Sie nichts zu bestimmen. Und ich sage, die Minna, die bleibt. Die Minna geht. Die Minna bleibt. Die Minna geht. Die Minna bleibt. Die Minna geht. Damit doch, das ist doch nicht so krass. Lass den Stock doch los. Herr Schmidt. Bitte? Sie werden von morgen an zur Strafe alleine auf Ihrem Zimmer essen. Tausend Dank, dann brauche ich mindestens Ihre impertinente Visage nicht mehr zu sehen. Das hat doch nicht verbieten, ihr meinen Vater zu beleidigen. Ach, hört doch auf damit! Lass mich doch in Ruhe. Es ist eine Infamie. Ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch. Hinaus! Danke, Schwiegervater, Ihnen ist es wohl nicht gut. Noch bin ich Hausbesitzer, noch gehört das Schloss mir. Und wenn Sie mir zu dumm kommen, dann schmeiß ich Sie raus. Oh, das ist zu viel. Ich mache ein Ende. Nein, das Ende brauchen Sie nicht zu machen. Ich habe es schon gemacht. Dass Sie Bescheid wissen. Schloss Rabenklau ist seit einer Stunde verkauft. Oh. Das schluckst du dir doch runter, Frau. Sie haben das Schloss meiner Väter verkauft. Jawohl, und deiner Mütter. Das hast du getan. Jawohl, mein Kind, das habe ich getan. Wenn ihr vielleicht glaubt, dass ihr mit eurem ganzen Krempel hier imponiert, dass er doch schwer auf dem Holz weg. Oder wo das Seil auf. Der ganze herrliche Schnickschnack mit seinem Klimbim, Trara und Ching-Bum. Ching-Bum? Ja, Bum-Bum, der kann mir gestohlen werden. Aber Anton! Ich liebe die goldene Freiheit, die herrliche Natur, nette, frohe Menschen. Und so wie ich denke, meine beste Freundin, die Frieda. So. Freundin Frieda, jetzt ist es aus, Herr Schmidt. Wir lassen uns scheiden, Olympia kommt. Nein, Olympia bleibt bei mir, nicht wahr? Nein, Anton, die dumme Gans geht mit ihrem Vater, dem blauen Heinrich. Oh, Jesus, jetzt weiß er's. Hat er das gesagt? Ja, Papa, das hat er. Blauer Heinrich? Mhm. Ja, was ist das denn, blauer Heinrich? Stiefel Ries mit Blutwurst. Ich bin ein steifer Reis mit Blutwurst. Anastasius, Anastasius! Wir verlassen das Schloss auf der Stelle. Anastasius, unsere Sachen, Sie gehen mit. Sehr wohl. Herr Papa, ja, ja, dann übereile dich nicht. Lass mich, mein Kind. Ich weiß genau, was ich tue. Der soll den blauen Heinrich kennenlernen. Den kenne ich zu Genüge. Zylinder, Faust, Emanuel. Furchtlos und unverzagt. Sie sind die längste Zeit Gatte einer Gräfin gewesen, Herr Schmidt. Setz deinen Hut auf, Olympia. Ja, Papa. Sie haben uns gekränkt und beleidigt. Aber nein. Sie haben den Stammbaum derer von Rabenklau besucht. Setz deinen Hut auf, Olympia. Aber ich habe ihn auf, Papa. Wir haben ihr pöbelhaftes Benehmen lange genug getan und dazu geschwiegen. Aber Ihre heutige Pöbelei, das war ja wohl die Krone. Setz deine Krone auf, Olympia. Dein Hut auf. Aber ich hab ihn doch. Noch heute werde ich die Scheidungsklage einreichen. Ich bitte darum. Und Sie sind der Schuldige. Teil, Sie werden zahlen. Zahlen, bis Sie in die Augen rübergehen. Da kannst du warten, bis der Domino Vollbart hat. Jawohl. Setz dein Vollbart und dein Hut auf, Olympia. Papa, ich hab ihn doch auf. Lassen Sie es sich gesagt. Ja? Der blaue Heinrich geht, nein, aber er kommt wieder. Nie! Seien Sie auf der Hut! Setz den Hut auf, Olympia! Aber Sie halten ihn ja auf! Immer nur furchtlos und unverzagt! Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Von dem blauen Heinrich befreit. Das liebe Gott, ich bin ja nie ein braver Mensch gewesen. Ich habe manches auf dem Körper, aber so einen Schwiegervater habe ich nicht verdient. Hast du was gesagt? Kannst du nicht sagen. Gibst du mal recht, habe ich auch. Jawohl. Und von heute auf soll mein Leben eine neue Form annehmen, eine große runde Form, eine Pfanne, 2 Zentner Kartoffeln, 40 Zwiebeln, Butter, Eier, Mehl, Milch, alles kommt rein. Liebe Gott, du kriegst von mir so eine leckere, dicke Reibekuchen, ja? Gut, in Ordnung. Dankeschön, liebe Gott. Oh. Thank you.
Sagen Sie mal, lieber Herr Schmitz, was treiben Sie hier? Kein Dankgebiet für Rettung aus höchster Not. Aha, geben Sie mal Ihre Hand. Danke. Schloss ist gekauft mit allem drum und dran. Schön. Aber vergessen Sie ja nicht, mir einen Kaufvertrag zu schicken. Aber natürlich, in Ordnung. Nicht? Ja, komm, Kind, jetzt müssen wir wohl leider... Nein, Sie können doch nicht gehen. In meiner Freude dürfen Sie mich doch nicht alleine lassen. Ich kann das unmöglich. Ich hab doch für Sie Mittag decken lassen. Ah, ja? Ja, Onkel, ja. Dann lassen wir doch bleiben. Jetzt, wo ich mich scheiden lasse. Wie, was? Sie lassen sich scheiden? Jawohl. Oh, das ist aber sehr aufmerksam von Ihnen. Dass ich mich scheiden lasse? Nee, ach, Sie haben doch den Stecken. Ja, dann bitte bleiben Sie doch hier. Bleiben wir ja, hier. Onkel, lass mal bleiben. Frau Paula, da bitte hin, Herr Breuer, legen Sie ab. Gutes Essen ist aber nie an der Nase vorbei. Was ist denn, Sie ziehen doch Rock aus? Ist doch viel zu warm, sonst... Gemütlich machen, das ist schön. Zum Essen Sie machen eine Hose auf. Paula, putz den Löffel. Was? Sie putzen den Löffel? Ja, sicher. Sauber ist sauber. Habe ich auch gesagt, sauber ist sauber. Na. Sie binden die Serviette um. Ja, Doc. Vielleicht kann man sich da beschlabbern. Bei Ihnen kann man schlabbern. Sicher. Das ist ja wunderbar. Mahlzeit. 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 Jetzt schmeckt es richtig. Immer noch nicht. Zustände sind das hier wie im alten Rom. Moin, Frau Lenz. Es regt sich nicht, es ist unglaublich. Guten Morgen. Na, schon so früh fleißig. Ein Mensch mit Pflichtgefühl sitzt schon seit 2 Stunden an der Arbeit. Also, wo bleibt er denn nun, der Herr Schmitz? Ja, der war noch vor einer Viertelstunde mit seiner jungen Frau hinten am Schwimmbad. Das ist ja unglaublich. 10 Uhr, der Chef hält es nicht für nötig, ins Büro zu kommen. Ach, Fräulein Lenz, nun sind Sie doch nicht so streng mit ihm. Der muss doch jetzt alles nachholen, was er bei seiner ersten Frau versäumt hat. Oh Gott, reden Sie doch nicht von solchen Sachen, das ist ja unerhört. So. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Guten Morgen, Männer, schön, wie geht's? Gut geschlafen? Danke. Lenzchen, guten Morgen. Oh Gott, lassen Sie doch diese Handgreiflichkeiten. Mein Gott. Ja, sind Sie mit dem linken Bein zuerst aus dem Bett aufgestanden? Jedenfalls früher als Sie, Herr Schmitz. Entschuldigen Sie, Frau Lenz. Ja. Minna, gehen Sie mal in die Gärtnerei, holen Sie die Blumen, die ich mich da darf. Ach, die schönen Wimirosen. Die Wimirosen, ja. Jawohl, ja. Lenzchen, heute ist ein Feiertag erster Ordnung, wissen Sie das schon? Ja, für Sie scheint ja jetzt jeder Tag ein Feiertag zu sein. Oh, Sie merken aber auch alles. Ich bin sehr unzufrieden mit Ihnen. So kann es nicht weitergehen. Ach. Diese Lotterwirtschaft muss aufhören! Also, warum schreien Sie denn so? Ich schreie im Interesse des Geschäfts. Oh, dann schreien Sie ruhig weiter. Ja. Mein Chef, der bis morgens um 10 Uhr in den Federn liegt, den kann ich nicht gebrauchen. Oh. Ja, können Sie mir noch einmal verzeihen? Ja, bitte. Herr Schmitz, was waren Sie nur für ein fleißiger Mann, als Sie noch Ihre erste Frau hatten? Also bitte, erinnern Sie mich nun an meine erste Frau. Bin froh, wenn ihr nie nicht zu denken braucht. Ja, aber mussten Sie gleich zweimal von dieser blöden Einrichtung Gebrauch machen, die man Ehe nennt? Lieber Lenz, die blöde Einrichtung, die man Ehe nennt, hat mir beim zweiten Mal genau das gebracht, was mir beim ersten Mal gefehlt hat. Häuslichkeit, Gemütlichkeit, ein Familienleben. So. Aber das verstehen Sie nicht. Bitte schön, Herr Schmitz. Dankeschön. Oh, die sind aber wunderschön. Was? Was wollen Sie jetzt mit diesem Gemüse anfangen? Liebe Lenz, das ist kein Gemüse, das sind Rosen. Mm. Sie kriegen von mir nächstes nur noch Löwenmölchen, ja. Was ich damit will, das werden Sie schon sehen. Guten Morgen, Frau Lenz. Guten Morgen, Frau Schmitz. Ganz schön, Frau Schmitz. Stehen bleiben, es kommt eine große Rede. Liebe Paula, hat eure zweifolles Ehegespenst gesponnen zu sein. Heute am Jahrestag unserer Ehe überreicht ihr den lieber Gatte einen wunderbaren Blumenstrauß. Empfange ihn aus den treuen Armen deines lieben Gatten. Ja, wo ist er denn? Hier steht er ja. Ach du Jektönchen, wie sehe ich Blumen, durch meine... Ach so, die Blumen, bitteschön. Oh. Tafelrunde, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Lenz, stehen Sie mal auf, markieren Sie meine Tafelrunde, ja? Endlich von Ihren Plätzen, ergreifen Sie Ihr Glas. Ergreife ein Glas. Ich habe ja kein Glas. Und stimmen Sie mit mir ein in den Hof, die Gattin unseres Liebenswürdigen. Reiz! Entzückenden! Jawohl, entzückenden Herrn Schmitz! Sie leben hoch, hoch, hoch! Lenz, bitte einstimmen, ja? Hoch, hoch, hoch! Es war
nicht überzeugen, aber ich hoffe, du bist zufrieden, Junge. Mahlzeit! Ja. Oh. Wenn niemand von der Küsserei sieht, ist sie weg, was? Oh. Du Schätzchen, ja. Mache heute einen ganzen Tag im Urlaub da. Was sagst du davon? Ist das wahr? Kein Schritt zurück in der Fabrik. Anto, die ganze Zeit noch. Ja, aber, nicht ja, was machen wir denn? Was wir immer machen? Ja. Wir gehen schwimmen. Haben wir schon schwimmen, ja, aber wir? Tennis spielen, Rückhand üben, ja. Bisschen spazieren gehen und... Auch. Ja, ich weiß noch, was Jans gesund. Ein bisschen schmusen. Du mir ja immer, ne? Aber heute ein bisschen länger, ne? Ja, schön. Hör mal. Ja, ich bin traurig. Ich auch. Warum? Onkel Nikola. Ja. Bitte. Warum ist der heute nicht da? Wieso? An so einem Tag? Wir denken, der Onkel sieht in Bad Gastein seine Gicht loszuwerden. Dabei schreibt er uns vor 6 Wochen die letzte Karte aus Baden-Baden. Ja, dann müssen wir telegrafieren nach Baden-Baden. Eigentlich doch längst, ich dann, ich weiß ja nicht, wo wohnt. Ja, das weiß ich doch. Wo denn? Hotel Stefanie wohnt. Oh ja, Hotel. Was? Wieso kennst du das? Ja, kenn ich. Habe ich vor Jahren meine erste Frau mal kennengelernt. Ja? Ach so, hör mal, deine erste Frau. Ja, was ist damit? Ja, warum hast du mir nicht nie was von ihr erzählt? Bin froh, wenn ihr an die nicht zu denken braucht. Nee. Du, ist schade, dass ich sie nie mal kennengelernt habe. Nein, ich bin froh, dass du sie nicht kennengelernt hast. Du, was heute denn? Musst du mir erzählen, wie sie ausgesehen hat. Machst du das? Weißt du, wie eine Frau aussieht? Ja. So sah sie aus. Ah, nee. Doch, du kannst... Kopf, Arme, Beine mit Schuhen und Strümpfen aus. Und in der Mitte? War der Bauch. Ach, komm, nee, hat keinen Sinn mit dir. Ich kann mir ja gar kein Bild machen wie du. Ich frag dich und du antwortest vielleicht. Jawohl. War sie größer als ich? Ja. War sie klüger als ich? Nein. Hat sie eine andere Haarfarbe? Ja. War sie so schlank wie ich? Nein. Hat sie lieber wie mich? Ja. Oh! Komm, hör auf, ist doch Quatsch. Hast du absolut vergessen? Total. Dann schwör jetzt. Schwör es dir. Nicht die Hand, aber das Herz. Hand auf Herz. Yeah. Oh, keine Sinn. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Frühgymnastik. Was Neues? Ja, was Neues. Was ist das denn? Die Arme nimmst du jetzt hoch in die Luft. Hoch in die Luft. Hältst dich dran fest. Luft. Und immer nach oben strecken. Und 1, 2, 3. Aufhören. Lässt du sie auf. Lässt du sie hör auf. Auf. Hörst du auf. Du sollst. Was ist das denn? Ja, ich fand das so schön. Sie fand es schön. Ja, ich fand das auch so schön. Ja? Ja. Kannst du mich ja nächstes vermieten? Stunde dreimal. Was wollen Sie überhaupt? Ja, was will ich überhaupt? Ach so, da fällt mir ein, Herr Schmitz. Draußen im Park ist ein junger Mann, der möchte gern sprechen. Ich bin heute wie niemand zu sprechen. Das ist ganz genau, ne? Aber der kommt mir sehr bekannt vor. Der war schon mal hier und der kennen Sie bestimmt auch. Der war schon mal hier? Ja, aber der sieht jetzt ganz anders aus. Was heißt anders? Ja, der sieht aus wie eine Scheiche im Kino. Haben wir noch keinen gesehen. Ja, der ist so komisch angezogen. So was trägt mir hier ja nicht. Und dann hat der eine Hut auf. Der sieht aus wie ein Spiegelei mit einem ganz dicken Dotter. Und obendrauf ist noch ein kleines Dötterchen. Und Sie werden aber schon mal hier. Ja, bestimmt. Lass ihn rein. Ja, ne, Angst. Ist es ein Fremder für dich da raus? Ist es ein Bekannter? Bring ihn zum Kaffee mit. Also gut. Fertig machen, ja. Kaffee einschütten. Brötchen schmieren. Eichelköpfchen ab und Salz drauf. Wird gemacht, Anton. Hallo, ja? Hier kommt Zucker drauf. Och, wer macht das denn mit einem Dotter im Korb? Das ist ja Anton! Hey, ja, toll, wie siehst du denn aus? Da staunst du, was? Ja. Wie ich hier vorne stehe, bin ich der Besitzer des größten Tierparks in Südafrika. Tierpark ist gut. Ich habe die Firma meines Onkels übernommen. Ja. James Hagenbeck, Raubtiere en gros et en detail. Du kannst mir gratulieren. Ich gratuliere dir. Danke. Alle seine Bestien gehören jetzt mir. Ich liefere Löwen, Tiger, Affen, Gorillas, Krokodile, Nashörner an alle zoologischen Gärten. Toll! Anton, ich habe erst gestern in Hamburg einen Gorilla abgegeben. Ja? Anton, ein Vieh! Oh, was? Mindestens so groß wie du. So groß wie ich hier betreibe. Hör mal, ich denke, du bist Schulmeister geworden. Meister, Tierbändiger bin ich geworden. Das ist ja ungefähr dasselbe, nicht? Du, Anton, wenn ich so vor meinen Bestien stehe, in der einen Hand die 12-pfündige Peitsche aus Stahl, in der anderen Hand meine 6-läufigen Revolver, toll. Anton, dann bin ich in meinem Element. Wunderbar. Ha, da. Da steht so ein bengalischer Königstiger und blitzt mich aus seinen leuchtenden Augen an. Wo? Du bist der Tiger. Ich schon. Ja, ich schon. Ja. Ja, was war das denn? Nee, er war ein Pferd. Nee. Miau! Eine Größe, die Katze. Ruhig, mein Tierchen, ruhig. Bin ich gut? Bist klasse. Ich tue dir ja nichts zu leide. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Ein Kollege. Ich sehe, ich bin wild. Komm zurück. Ich fasse die Bestie ins Auge. Komm her. Du willst nicht parieren. Du biegst einen Schlag mit der Peitsche. Was? Was? Ja.
die Bestie und wedelt mit dem Schweif. Bist du fertig? Ja. Na, Anton? Wie gefällt dir das? Überhaupt nicht, du. Bist du von Afrika hergekommen, mir das hier beizubringen? Nein, Anton. Bin gekommen, dir dein Geld wiederzugeben. Du zahlst aber komisch aus, ja. Du. Oder willst du lieber einen Elefant? Nee, ich wollte einen Zebra haben. Haben wir keine. Über die Straße zu reden. Nein, oder? Haben wir nicht. Hast du jetzt Geld genug? Danke, ich kann nicht klagen. So 6 mal $100,000. Oh, schön. Da bist du nach Europa gekommen, willst dich hier so ein bisschen amüsieren. Nein, Anton. Anton, ich habe eine Bitte. Eine Bitte, bitte? Wo ist dein Tipp, Fräulein die Lenz? Wer? Meine angebetete Lenz. Deine angebetete Lenz? Du musst weit, Anton! Du verzuckst! Störe nicht die Wonne meiner Erinnerung. Da auf diesem Stuhl hat sie gesessen vor einem Jahr in ihrer liebreizenden Gestalt. Und da. Da an dieser Stelle drückte ich mein Gesicht in ihre Hand und sie ihre Hand auf mein Gesicht. Alle 5 Finger. Anton, das werde ich nie vergessen. Wo ist sie? Wer? Die Lenz. Was willst du denn von der Lenz? Was ich von der Lenz? Ja. Heiraten will ich sie dieses Zeitverweilen. Ja, natürlich! 14.000 Kilometer bin ich gereist, um mir dieses herrliche Weib zu holen. Und jetzt, wo die Stunde der Entscheidung gekommen ist, da habe ich keinen Mut mehr. Oh Mensch, du bist doch Tierbändiger. Lass mich in einem Zimmer mit einem wilden Nashorn allein, da stehe ich, mein Mann. Aber eine Frau ist doch kein Nashorn. Um Gottes Willen nicht, schwöre furchtbar. Soll ich mir was sagen, Anton? Ja, bitte. Ich fürchte mich direkt vor der Lenz. Kannst du das verstehen? Das kann ich verstehen. Mit dem Nashorn wirst du fertig, die Lenz schaffst du nicht. Nee, Anton, siehst du? Und deshalb meine Bitte an dich, sprich du mit der Lenz. Ich? Ja. Bist du verrückt? Nein, meine Gesundheit ist mir lieber, du. Anton, du kannst mich doch jetzt nicht einfach so im Stich lassen. Die Lenz, die kratzt, die spuckt, die beißt, vielleicht tritt sie noch auf. Anton, ne? Also denk doch daran, wie Siegfried für König Gunther und Brunhilde geworben hat. Ja, Siegfried, der hat doch eine Tarnkappe. Ach. Die hab ich doch nicht. Ich habe ein Telefon. Ja? Rufst du mal an? Ja. Bitte. Du meinst? Fräulein Lenz. Lenz. Ich habe einen Fräulein Sommer. Nee, Lenz. Frau Winter. Oh, nee, Lenz. Frau Herbst. Lenz. Hallo? Ja, bitte verbinden Sie mich mal mit Fräulein Lenz. Ja. Bitte? Hallo? Ja, Lenz, kommen Sie mal eben rüber. Nein, was heißt keine Zeit? Sie müssen kommen. Sehr wichtig, ja. Haben Sie sich um Ihr Lebensglück, um Ihr Lebensglück. Anton, Moment, lass mich mal einmal Ihre süße Stimme hören. Hör doch mal die Rassblende. Na, was hat sie gesagt? Rutschen Sie mir den Puckel runter. Lach nicht, Anton. Es wäre schrecklich, wenn mich dieses herrliche Weib verschmähen würde. Was ist dem in der Kopf gefahren? Der hat in Afrika hat er die Maße verloren. Ja. Der sieht ja nur dicke Tiere, Elefanten und Nase. Der weiß nicht mehr was. Manometer. Hallo. Willst du sie denn? Ja. Kannst du haben. Ja, Anton, ich danke dir. Ich bitte dir. Jetzt muss ich schnell nach Berlin einen Villa umtauschen, aber morgen. Morgen komme ich, wiederhole mir Antwort und dieses Götterweib. Anton, dieses Weib und ich, das soll eine Rasse werden. Das sieht eine Rasse aus Neandertal, ja. Da bin ich Sie wünschen. Der spinnt doch, der Mann. So habe ich mir die noch nie angeguckt. Frau Lenz, bitte nehmen Sie Platz, ja? Bitte reiten Sie sich nicht mit der Vorrede auf. Ich habe 22 Auslandsbriefe zu schreiben, die Post wartet nicht. Sehen Sie, Lenz, es handelt sich darum, Ihre eigene geschätzte Person, sozusagen meine neue Lebensstellung für Sie. Ach, sind Sie unzufrieden mit mir? Wollen Sie mich nicht mehr? Bitte sagen Sie es runter. Hat mit dem Geschäft nichts zu tun, rein privat. Für andere Sachen habe ich keine Zeit. Guten Morgen! Moment!
Ich habe auch privat mit Ihnen zu reden. Hinsetzen. Jetzt sind Sie mal ehrlich. Schauen Sie mich mal an. Ja. Waren Sie schon mal verliebt? Verliebt? Ja. Verliebt? Gott bewahre lieber eine Blinddarmentzündung. Das ist Geschmackssache, ja. Sehen Sie denn, ich habe einen Freund, einen netten, reichen jungen Freund, der hat Sie gesehen und hat sich in Sie verliebt. Verliebt? Ja. Wieso? Kann ich auch nicht verstehen. Ja. Da lassen Sie diese albernen Scherze. Aber längst, das ist kein Scherz. Das ist eine ernste Sache. Oh Gott, was soll ich denn da? Mein Gott, die wird ja wild. Oh, das hat der Sperling aufgestellt. Immer ruhig, Mathierchen, immer ruhig. Schön nicht mit den Zähnen fletschen. Lass die Beißerchen drin, so. Papa, rühren Sie mich nicht an. 1, 2, 3, Sprung zurück. Hier sieht es aus. Jetzt fasse ich die Betsy ins Auge. In der einen Hand die Peitsche aus Stahldraht, in der anderen 6 Stöckchen Wacholder. Nee. Mit 6 Läufchen Revolver. Jetzt gehe ich drauf zu. Du willst dich parieren, du Biest, du Mann. Schlag mit der Peitsche, klatsch, Schuss Revolver, bumm, klatsch, bumm, klatsch. Bum, bum. Lenz aufs Sofa mit dem Schwänzchen wackeln. Herr Schmitz! Lenz! Bleiben Sie doch hier! Der Mann wird Ihnen bestimmt gefallen. Mir ein Mann gefallen? Die Männer sind doch heute alle Waschlappen. Ja, wo sind sie hin? Die Jünglinge des klassischen Altertums. Ajax, Agamemnon, Achilles, Herkules. Die feurige Rosse gebändigt und mit wilden Tieren gekämpft haben. Wo sind sie hin? In Bonn im Bundeshaus, alle. Ja. Aber denn zu einer ist es doch. Der Mann ist der Tierbändiger. Tierbändiger? Der will sie doch heiraten. Heiraten? Ja. Wo ist der Mann? Auf einen Sprung nach Berlin einen Gorilla holen und morgen holt er sie, hat er gesagt. Hat er gesagt? Schön. Witz. Die Sache ist einmalig. Nicht an der Nase vorbeigehen lassen. Wann geht das nächste Schiff nach Afrika? Also, langsam. Das ist wieder zu schnell. An Ihrer Stelle würde ich mir den Mann einmal besehen, ja? Herr Schmitz, den Mann, der mich nimmt, den nehme ich unbesehen. Nein, die spinnt aber noch drin. Was ist denn? Ein Brief hier. Und der Nikolaus. Ja, von vorlesen, komm. Meine lieben Kinder. Jetzt sind wir zwei. Ja, klar. Also. Ihr wisst ja, wie lieb ich euch hab. Ja. Wisst ihr mal, wenn ihr diesen Brief in Händen habt, ist es bereits geschehen. Was? Anton, wer hat sich was angetan? Komm nicht doch mal weiter. Ich bin der glücklichste aller Sterblichen. Hat sich nichts angetan. Ja, sei Dank. Ich bin ein anderer lebensfroher Mensch geworden. Ja, das ist eine Gicht los. Pass auf. Ja. Ich brenne darauf, euch in meine Arme zu schließen, denn ich bringe euch eine Überraschung mit. Eine reizende, lebendige Überraschung. Oh, Anton, ja? Anton, ich weiß es. Ich weiß es auch. Ich hab mir mein Lebtag so eine kleine Rattenpinsche gewünscht. Nein. Als Spanferkel. Was? Ein Schwein. Der Onkel wollte immer eine Sau großziehen, ja. Ja, und dann? Ja, nein. Trotzdem, hier steht es. Dressieren? Ja. Bin ich froh, wenn ich wieder bei euch bin. Ich komme mir bald vor wie ein Verbrecher. Dann hat er das Schwein geklaut. Lebt wohl, ihr lieben Kinder, ich treffe Samstag bei euch ein. Es grüßt und küsst Samstag, euch. Samstag, heute, da kommt um 12:30 zum Zug. Ab, dann müssen wir Anton morgen noch gemütlich machen. Wir machen es ins Auge gemütlich. Anastasius? Erlaubt. Sie setzen sofort unsere Zimmer in Stand? Sehr wohl. Dann packen Sie meine Urahnen aus und richten wir uns alles so ein, wie wir es gewohnt sind. Sehr wohl erlaubt. Herr Schwiegersohn, unterlassen das. Olympia, bitte setz dich dahin. Sie bleiben dort. Lieber Herr Graf, bitte jetzt mal langsam mit den jungen Pferden. Das muss ich alles hier erst einmal deichseln. Aber was heißt deichseln? Ich bin ein Rabenklau. Hier wurzelt mein Geschlecht. Und hier will ich leben. Ja, Sie sollen ja leben, aber wurzeln Sie leiser. Gell? Ich wurzel so laut, wie ich will. Doch Gott, ein Stimmchen. Sie haben Olympia von meinem Vaterherzen gerissen. Sie haben sie Hals über Kopf geheiratet. Nun sind wir hier. Hals über Kopf? Ich muss aber kurz lachen. Sie waren doch wieder Daimel hinter mir her. Sie haben mich doch geradezu an den Haaren auf ein Standesamt geschleppt.
wenn ich mein Olympischen nicht so lieb gehabt hätte, dazu gefunktioniert, dann hätte ich doch niemals zugegeben, dass wir hierher zurückkommen. Das muss ich doch meinen Leuten jetzt erst einmal schonend beibringen. Das ist Ihre Angelegenheit, handeln Sie wie ein Kavalier. Und jetzt holen Sie mein Gepäck. Bitte? Holen Sie mein Gepäck! Ihr Gepäck? Das ist ja wohl ein Witz. Herr Schwiegersohn. Herr Graf, wozu läuft hier eigentlich Ihr Leibwächter rum, der mit dem Zitronengesicht da? Astralasius schon wieder. Bitte? Ja, ja, so, nicht schon wieder brüllen. Ich hole es. Bin gleich wieder zurück, mein Kind. Oh, nein. Ich kann den Kerl nicht leiden. Sei nicht so ängstlich, Olympia. Geh auf dein Zimmer. Also, Papa, du, ich kann wirklich nicht verstehen, wie du mich in eine solche Situation bringen kannst. Lass mich, mein Kind, ich weiß genau, was ich tue. Durch deinen ersten Mann habe ich mein Schloss verloren. Durch deinen zweiten werde ich es wiedergewinnen. Denk immer an meinen Wahlspruch. Furchtlos und unverzagt. Freilich. Ja, 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 Papa, ich weiß es. Ach, glaubst ja gar nicht, wie peinlich mir die Vorstellung ist, hier wieder mit Anton zusammenzukommen. Peinlich. Jawohl. Lächerlich. Geh auf dein Zimmer, aber schließe dich ein. Ja, Papa. Dieser Breuer, der scheint ja ein ganz verliebter Gockel zu sein. Das passt mir nicht. Du lieber Himmel. Was hat denn der alles eingepackt? Der muss das ganze Hotel selber abgestaubt haben. Na, pass auf! Oh, das tut mir aber leid. Entschuldigung, kann ich nichts für. Müssen Sie Ihre durchlauchtigsten Quadratlatschen irgendwo anders hinstellen. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich Olympischen? Olympia ist auf ihr Zimmer gegangen. Das ist gut. Ist es schon vorgegangen? Will ich gleich mal nach. Sie bleiben hier. Tragen Sie das Gepäck da hinein. Na, Jung, da kannst du jetzt aber lang drauf warten. Herr Schwiegersohn! Herr Graf, das Gepäck bleibt hier. Bitte? Herr Graf, ich bin zwar etwas bekloppt, ja? Aber so bekloppt bin ich noch lang nicht. Das Gepäck bleibt hier. Trag das Gepäck hinein! Lass die Brüller reisen. Das ist gut. Teile mir das selber. Ich kann mir nicht helfen. Ich kann den Kerl nicht verknusen. Es ist ein erhebendes Gefühl, wieder hier zu sein, auf dem Schloss meiner Väter. Jawohl, Herr Schmitz. Es ist der blaue Heinrich wieder da. So, hochverehrter Herr Schwiegergraf. Das Gepäck ist verstaut, ich habe auch gleich Wasser in der Waschbecken laufen lassen. Warm und kalt. Können sich euer Lauf gleich die schmutzigen gräflichen Vorderpfötchen ein bisschen waschen. Ja, seht ihr, Schwiegersohn? Immer hübsch oder parieren. Ja, das sage ich auch. Da. So, mich entschuldigen Sie jetzt wohl. Jetzt gehe ich auch nach meinem Olympus. Sie bleiben hier. Was ist denn hier? Sie werden auf jenem Flügel des Schlosses wohnen. Auf jenem Flügel? Ja. Sagen Sie mal, Herr Graf, jetzt muss ich mal was sagen. Sie haben mich bisher noch keine 5 Minuten mit meiner jungen Frau allein gelassen. Das ist in unserer Familie so Tradition. Von jetzt ab werden Sie sich dem Rabenklauschen Hausgesetz unterwerfen. Und das bestimmt für Sie eine Bewährungsfrist von 300 Tagen, bevor Sie von Ihren ehelichen Rechten Gebrauch machen können. 300 Tage? Dann stehe ich nicht durch. Dann hält doch kein Arzt. So alt werde ich doch vielleicht überhaupt nicht mehr. Das ist Ihre Angelegenheit. Für mich ist die Sache erledigt. Auf Wiedersehen, Herr Schwiegersohn. Auf Wiedersehen, Herr Graf. Für ihn ist das erledigt. Können wir nicht noch mal drüber reden? Auf Wiedersehen, Herr Schwiegersohn. Auf Wiedersehen, Herr Graf. Ich werde jetzt zur Feier meiner Wiederkehr vor meinem Kammerdiener Anastasius die Flagge am Schlossturm hochziehen lassen. Um Himmels Willen. Auf Wiedersehen, Herr Schwiegersohn. Wiedersehen, Herr. Da zieht sie doch an. Der zieht die Fahne in die Höhe und ich muss 300 Tage warten. Satirquälerei, sowas, das verstößt überhaupt gegen das Grundgesetz. Ich rufe in Karlsruhe an. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wo habe ich denn dahin geheiratet? Das mache ich nicht. Ha. Sprech mal mit meinem Olympischen. Vielleicht macht dies ja für die Hälfte, ne? Olympia, mein Komm, Olympia. Der konnte doch schreiben, was er nicht weiß. Vielleicht am Samstag oder irgendwas ist. Nikolaus. Da ist er ja schon. Ja. Das ist aber wohl ein Ding. Hallo, Olympia, mein Kind. So! Ah,
Mein Gott. Sag mal, komm mal her, du. Du Verbrecher, du. Und du warst ja irgendwie mit der Bahn gekommen. Nee, bin mit dem Auto da. War der Wagen mir vorbeigedonnert. Und wie lange warst du jetzt weg? Ja. 300 Tage. Ja. Sechs Wochen. Moment mal, wie kommst du jetzt auf 300 Tage? Ja. Wie kommst du auf die Zahl 300 Tage jetzt? Nur so. Nichts Bestimmtes. Nein, nichts Bestimmtes. Oh, lass dich mal angucken, dreh dich mal rum, Onkel Nikola. Wie siehst du aus? Wie gehen wir auf der Hochzeitsreise? Ja, Anton, ja. Wie kommst du jetzt gerade auf Hochzeitsreise? Ja, weil du so gut aussiehst. Was, nur so? Nur so. Nichts Bestimmtes. Nichts Bestimmtes. Dann ist gut. Komm, Onkel Nikola, komm, jetzt erzähl doch mal. Erzähl mir, was du uns mitgebracht hast. Wir werden überrascht sein. Mitgebracht. Überrascht? Ja. Also, Ich habe die fliegende Hitze, glaube ich. Das ist der Rattenpinscher. Spanferkel, ich habe Stroh gesehen. Ja, ganz viel. Komm, Onkel Nikola, komm. Ich spann uns doch nicht so lange auf die Folter. Nein. Pass auf, weißt was? Rate mal. Schöne Idee, jeder darf dreimal raten, ich fange an. Komm her, Onkel, ist es dick und fett? Nee. Ich bin noch zu klein. Frisst viel. Das ist mir bisher noch nicht so aufgefallen. Aber jetzt hat es ein Ringelschwänzchen. Nein! Hat ein Ringelschwänzchen. Onkel Nikola, ist es langhaarig oder ist es kurzhaarig? Langhaarig. So. Aha, ist es ein Mischling? Ja. Ist es ein Männchen oder ist es ein Weibchen? So wird. Weibchen. Aha. Ja. Ist es auch schon stubenrein? Oh nein! Ich weiß es auch nicht. Ja, dann sag es doch, Onkel Nikola. Ja, also ist gut. Ich sage euch, jetzt kommt. Ja. Passt auf, liebe Kinder, ich habe mich in Baden-Baden. Telefon, Anton, geh schnell dran. Ja. War Rettung in höchster Hallo, ja. Quasi Stadtverwaltung, Bauamt. Ja, mit dem Umbau, ja. Ich komme sofort runter. Ihr könnt weiterraten, Paula. Ja? Ich warne nicht vor dem Onkel. Der ist ein alter Fuscher, der... Ach, du hast das Glück. Ich pass auf, der kommt bei mir zum Futter. Komm, Onkel Nikola, setz dich hier auf die Chaiselongue. Ja, so, jetzt sag doch endlich, was du uns mitgebracht hast. Paula, dir kann ich dir sagen. Eine Frau. Eine Frau. Meine Frau, ich habe mich in Baden-Baden verheiratet. Was? Du hast geheiratet, Anton? So laut braucht meine Frau nicht zu hören. Ach so. Ja, wie, weiß die das denn noch nicht? Das siehst du doch nicht. Sie macht nur noch keinen Gebrauch davon, ne? Sag mal, warum hast du uns denn so ja nichts davon geschrieben? Ach, Kind, das hätte ich so gern getan, aber ging alles so schnell. Ich war plötzlich am Standesamt, hab ja gesagt. Ich wusste ja nicht, wie mir ich schaue. Und wo hast du sie nur kennengelernt? In Baden-Baden, im Hotel Stefanie. Ja, hätte Anton mir gesagt, sollte ich wohnen. Ja, so gemütlich und so schön. Und ist der auch noch an einem schuld? Sag, hör mal, Onkel Nikola, ist das am Ende ein ganz junges Mädchen? Ach nee, am Ende ist die gar nicht mehr so jung. Dann ist es also eine Witwe. Nee, keine Witwe ist. Es handelt sich da mehr um eine geschiedene Frau, ne? Aha. Ja, und wer war ihre erste Mann? Ja. Ja. Ja? Ja, wie ja? Ja, da brauchst du ja gar keine Sorgen drum zu machen, meine ich. Das war eine Seele von einem Mensch. Wie das Leben so spielt, der sieht dem Anton so ja ein bisschen ähnlich. Meinem Anton? Ja. Ach, das glaube ich ja nicht. Hör mal, wo ist denn jetzt deine Frau? Wo? Da drinnen. Da? Zimmer. Ist sich um am Ziehen. Dann gehen wir doch jetzt mal rein und sagen Tag. Nee, bitte nicht. Du, die ist so nervös. Bleib hier, tete Familiendrama. Aber willst du mir jetzt nicht endlich sagen, wen du nur eigentlich geheiratet hast? Nein, genau das möchte ich dir eigentlich nicht sagen. Ja, aber der Anton wird doch auch jeden Moment wissen wollen. Der Anton, oh Gott, wenn der das gewahr wird, der reißt mich auseinander mit der Hering. Ach, sag, höre mal, Onkel Nikola, bist du eigentlich so richtig glücklich? Ich bin maßlos glücklich. So, und warum machst du dann so traurige Gesicht? Wer? Du. Ich? Ja. Muss dich versehen haben. Ich bin doch am Lachen. Ich bin innerlich, bin ich ein ganz glücklicher Mensch. Kann mich ja wenden lassen. Nee, ich könnte den ganzen Tag singen, tanzen und springen. Guck mal, Gicht, alles weg. Ich bin gerade heute, bin ich so glücklich. Ich könnte die ganze Welt umarmen. 300 Tage.
Nee, der Onkel gefällt mir ja nicht heute. Der ist ein bisschen merkwürdig und so zerfahren. Guten Tag. Guten Tag. Frau Schmitz, wenn ich nicht irre? Ja. Und Sie sind sicher die Frau von unserem Onkel Nikola. Ganz recht, ich bin die Frau Ihres Onkels. Aha, also, so sehen Sie aus. Mein Gott, wie hübsch Sie sind. Ich freue mich ganz herzlich, Sie endlich kennenzulernen. Ja, ganz zu meinerseits. Hoffentlich werden Sie sich rasch bei uns hier eingewöhnen. Vorläufig kommt Ihnen sicherlich nur einiges fremd hier vor, ne? Fremd? Oh, das könnte ich eigentlich nicht behaupten. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Ach, hören Sie mal, das ist mir aber lieb so. Ja, kann ich Ihnen denn mit irgendetwas dienen? Ja, haben Sie vielleicht eine Briefmarke für mich? Eine Briefmarke? Mhm. Ach, das haben wir doch gleich. Einen Moment. Briefmarke braucht er. Ja, wo hat der Anton denn jetzt hier sein Briefmarke? Dort in der silbernen Dose. Ach so. Woher wissen Sie denn, dass hier die Briefmarken drin sind? Aus meiner ersten Ehe. Mein Mann hatte seine Briefmarken auch immer in einer silbernen Dose auf dem Schreibtisch. Ach, hören Sie mal, das ist jetzt aber witzig, ne? Na, vielleicht haben die Männer alle ihre Briefmarken hier in silbernen Dösen. Kann man ja nie wissen, wo sie machen. Was möchten Sie denn haben, 5er oder 20er? Eine 20er, bitte, ja. 20er, bitte sehr. Dankeschön. Ach, ich würde den Brief gerne versiegeln. Haben Sie vielleicht etwas Versiegelack? Selbstverständlich. Wenn ich Sie bitten dürfte, in mein Zimmer zu kommen, gleich da, ne? Da finden Sie alles, was Sie brauchen. Danke, ich komme sofort. Ich hole nur mein Petschaft. Ist gut! Oh, nee. Ist das eine reizende Person? Ach, ist das eine reizende Person? Oh, oh, was wird der Anton entfreut haben? Ich glaube, ich leide an Halluzinationen. Gornische Parksee am Turm hoch, er steht da oben und zieht die Fahne hoch, der Jacken Anastasius. Nee, das ist zum Lachen, Kinder. Ich sehe jemanden, der nicht da ist, da oben. Man sieht Dinge, die nicht da. Ja, so fändest du mich an. Dann sieht man weiße Mäuse, dann rieselt der Kalk, da kommt die Jungenzelle, jawohl. Herr Gott, ich muss immer an den blauen Heinrich denken, ich weiß gar nicht warum. Jetzt höre ich auch Dinge, die nicht da sind. Onkel Nikola, komm her. Ja, ich bin ja komm da. Komm her, Onkel Nikola, musst mir helfen. Deine Aussagen sind für mich von großer Bedeutung. Meine ganze Zukunft hängt davon ab. Du hörst doch was, ja? Ich höre. Hörst du was? Ich höre nichts. Hörst du eine Flöte? Du kannst mich dort schlagen. Es flötet doch einer. Ach, ich höre keine Flöte. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Onkel Nikola, ich bin am Verblöden. Sehe ich schon blöd aus? Liebe Jung, so hast du immer ausgesehen. Nein. Hol den Kopf ab, ich habe eine Flöte im Kopf. Hol den Kopf da raus. Halt! Das muss ein Irrtum sein. Horch doch noch mal. Sei mal still. War ein Wackelkontakt. Gott sei Dank, das ist weg. Ach was, das ist überhaupt... Da ist es wieder! Mach den Kopf auf, hol die Flöte da raus! Bitte. Hol mir die Flöte da raus, ich kann das nicht. Nein. Es muss sich um einen Irrtum handeln. Ja, jetzt sind sie wieder weg. Das kommt und geht. Nein, da kann nichts kommen. Du kannst doch nicht rumlaufen. Du hörst etwas, was gar nicht da ist. Ich hab doch Dinge gesehen, die nicht da sind. Siehst du, bist völlig mit den Nerven. Ja, das ist es auch. Am besten, du legst dich nach dem Essen ein Stündchen hin. Oder was noch besser ist, wir zwei, wir gehen jetzt ein Stündchen im Park spazieren. Da hörst du nämlich nur die Vögelchen flöten. Oh, was das furchtbar ist. Ich hab sie gesehen! Wen? Meine erste Frau, da ist sie rausgekommen, da rein. Geh weg, das muss ich sehen. Freu dich, Anton. Was ist? Ich hab sie gerade kennengelernt. Wen? Dem Onkel Nikola, sein Frau. Ah! Was, du hast? Ja, Anton, ich habe mich in Baden-Baden verheiratet. Um Gottes Willen, mit wem denn? Guten Tag, Herr Schmidt. Was ist denn da? Da! Wer ist das? Das ist sie doch. Wer? Meine Frau. Da bist du wahnsinnig geworden. Ja, da, Gott. Bitte.
eine Möw ist das hier. Muss man erst frische Luft reinlassen. Junge, 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 Junge. Ha, was war das gestern Abend, eine Wirbel hier im Schloss? Wie auf einmal das blonde Gift wieder hier am Teppich stand. Max und Moritz haben auch wieder heimgefunden. Ach, nee, nee, nee. Was hat uns arm klein Fäuschen sich aufgeregt? Und je war... Ja, was ist das da? Wie sieht das Chaiselong dann aus? Haben die da ihr ganz Gepäck draufgeladen? Das sollen wir doch nicht für München. Haben Sie der arme Mann hier unten schlafen lassen, aus dem Schlafzimmer verbannt, und der kann doch gar nichts dafür. Komm mal her, schnarrt doch ein bisschen bequemer. Heinrich, mir graut vor dir. Sicher hatte eine schwere Traum. Ja, Donnerwetter noch mal, was ist denn hier los? Schläft denn hier alles? Mensch, nicht so laut, da liegt mein Herr Schmitz und ist am Schlafen. Das ist ja unglaublich, Männer. Ja, es scheint ihm was zu drücken. Der hat eben gestöhnt. Oh Gott, was soll ihn denn drücken? Also bitte wecken Sie ihn auf, ja? Ich? Nö, das tut mir zu leid. Wecken Sie ihn doch. Oh, das ist ja lächerlich. Herr Schmitz! Herr der Graf, wie geschossen ist, bin ich tot. Nein. Sie sind nicht tot, Sie sollen aufwachen. Bin tot. Nein, nicht tot. Bin tot. Moin, Herr Schmitz. Minna, wie kommen Sie denn in den Himmel, hä? Minna, da... Jens, du hast dich gefuscht. Sie wollen aufstehen. Aufstehen, ja? Nein, gar nicht tot. Alles... Bin ich nicht tot? Nein, wunderbar. Oh Gott im Himmel, das war ja furchtbar. Guten Morgen. Moin. Morgen. Gut, dass ihr mich geweckt habt. Ihr habt einen furchtbaren Traum gehabt. Ich habe mich geträumt vom blauen Heinrich, vom Jecken Anastasius und meiner ersten Frau. Anastasius rast wieder wie ein Wilder hier. Nein, nein, meiner Gott, ein Traum. Nein, der blaue Heinrich ist da, Anastasius ist da. Meine erste Frau ist da. Meine Frau will sie von mir scheiden lassen, weil meine Frau da ist. Minna, Handgepäck, ja. Ich muss das Schloss verlassen. Raus, ja, ist gut. Raus hier. Oh nein, Herr Schmitz, doch, so doch, geht doch. Es nicht. Nein, nein, heute kommt doch Ihr Freund, der Tierbändiger. Also kommt der Mensch nun oder kommt er nicht? Ja, wenn der kommt, gehen Sie nach Hause, machen Sie sich schön, wenn es auch schwerfällt in die Arme. Herr Schmitz, was soll ich dem Menschen denn sagen? Sie wissen doch, dass ich so schwer Worte finde. Wenn du kommst, sagst du einfach, ich bin hier, du bist da. Komm, flitz mit mir nach Afrika. Ich bin hier, du bist da. Komm, flitz mit mir nach Afrika. Also, Minna, Minna, Gepäck her. Komm, komm, komm. Ich komme schon, hier bin ich ja. Dankeschön, was soll ich denn? Raus! Ja. 1, 2, 3! Das ist ja nicht zu fassen! Raus, die einen hier um den Haufen! So was ja, Blödes noch nicht gesehen. Moin, liebe Jungen, Sie reden mit mir? Wissen Sie nicht, dass Sie für mich Luft sind? Ohne Luft kannst du aber nicht leben, das mache ich mit Pressluft, jawohl. Sag mal, willst du mir nicht verraten, was du hier treibst? Willst du mir nicht mal erklären? Erklären? Nachdem, was du mir angetan hast, die ganze Nacht habe ich hier am Sofa schlafen müssen, als bei meiner Frau. Und das bist du schuld, mit deiner dämlichen Heirat. Du hast alles verdorben, an dir begegnet einen Luxusmord. Hilfe! Nicht so laut, meine Herren. Was wollen Sie denn? Sein Erlauch, der Graf von Rabenklau, lassen die Herren Schwiegersöhne um Ruhe bitten. Du schäm dich mal hier raus. Hopp! Verschwinde hier. Komm her, setz dich dahin. Was ist denn? Die Besessenen. Sag mal, wie konntest du meine Frau heiraten? Ne? Wie ist meine Frau meine Tante geworden? Ich bin ihr Neffe. Meine Frau ist ihre Nichte. Was ist denn hier für eine Verwandtschaft? Das ist ja entsetzliches Durcheinander, aber das habe ich ja nicht gewusst. Aber das hättest du wissen müssen, wo du wusstest, wie sie heißt. Ach,
lieber Anton, nach der letzten Volkszählung gab es in Deutschland ungefähr 6,5 Millionen Schmitz. So. Bevor ich gemerkt habe, dass die Frau Schmitz dein Frau Schmitz war, aber längst alles. Aber das spät. Überlegt man sich doch. Da gab es nichts zu überlegen. Ach, guck an. Der war hinter mir mit der Daimel hinter der Abendseele. So. Zack, war ich im Standesamt, robbete Tupf verheiratet. Mit meiner Frau. Ja, aber das habe ich doch nicht gewusst. Nein, du dämliches Rindvieh, du hast es nicht gewusst. Blöd bist du gewesen, doof. Aber der Graf, der hat genau gewusst, was er getan hat. Du warst dem Kerl doch bloß Mittel zu Zweck. Durch dich kommt aufs Schloss seiner Väter zurück. Durch dich hat er hier wieder zu sagen. Begreifst du das denn nicht? Ja. Mensch, jetzt geht meine ganze Gaslaterne auf. Na also. Der Kerl hat mir ja Hutschke mal eingefangen. Auf die raffinierteste Art und Weise. Du gehst jetzt rein, stellst dich vor ihn hin und dann knall ihm mal von den Kiefer hier. Quatsch. Herr Graf, Sie müssen mit Ihrer Tochter sofort das Schloss verlassen. Ist ja viel besser. Herr Graf, Sie müssen mit Ihrer Tochter sofort das Schloss verlassen. Ich lasse mich scheiden. Richtig, ich lasse mich scheiden. Mal? Oh, ne, Anton, tu mir das nicht an. Denk doch mal ein bisschen an meine Gefühle. Oh, Gefühle hast du auch noch. Wunderbar, fühl weiter, ich reise ab. Nee, bleib da, ich mache es, was du willst. Also, Herr Graf, Sie müssen mit Ihrer Tochter sofort das Schloss verlassen. Ich lasse mich schon. Ich kann es nicht. Ich habe von meiner jungen Ehe überhaupt noch nichts gehabt. Och, du bist doch blöd. Denk an die 300 Tage. Entweder du gehst rein, lässt sie scheiden, oder wir beide sind geschieden, Leute. Nein. Dann wähle ich lieber dich. Aber unter innerem Protest. Du zwingst einen zu allen. Du bist doch reinste Lehrung. Halt! Hast du das gehört? Heiliger St. Florian. Wunderbar, der Onkel ist rein, lässt sich scheiden. Pack ich aus, bleiben wir zu Hause. Wie der Wind und das Meer, von dir mich zu trennen. Wo kommst du jetzt her? Ach, das weißt du doch, Anton. Aber Schätzchen, alles in Ordnung. Der Onkel ist rein, lässt sich scheiden. Und der Graf muss heute mit seiner Tochter das Schloss verlassen. Anton, ja, hörst du, wie der Schimpf. Oh, ich ja, froh, dass das raus. Nehmen Sie das zurück. Nehmen Sie das sofort zurück. Ich denke gar nicht daran, Herr Graf. Sie haben mich jetzt durchschaut. Sie haben mich eingefangen wie ein hundsgemeiner Bauernfänger. Oh, das ist eine Infamie. Ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch. Hinaus! Ja, was wollen Sie denn noch hier? Wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Ach, entschuldige meine Unaufmerksamkeit. Darf ich die Herren miteinander bekannt machen? Das ist Herr Anton Schmitz, das ist der Graf von Kohlenklau. Wie bitte? Aber Rabenklau. Sie haben doch hier überhaupt nichts mehr zu sagen. Sie drollige Jachtenzwerge, ich hab Sie durchschaut. Auf die ravenierteste Art und Weise haben Sie sich eingeschlichen. Eingefangen haben Sie ihn hier, diesen armen, zitternden Mummelgreis. Ach, was? Mummelgreis. Ja, Mummel, Greis! Sie, verrostete Nussknacker! Also, Anton, ich verbiete dir, meinen Vater zu beleidigen! Sagen Sie nie wieder Anton zu meinem Anton! Das ist mein Anton! Sie bekommen noch von mir zu hören! Hör zu! Komm, Olle! Ich gehe ein bisschen in den Graf, ja? Vater, komm Anton, ich mache die Melange. Ich bin so unglücklich. Kind, du bist in uns gut. Jetzt haben wir das Theater. Die Paula ist unglücklich und alles ist vermurkt. Und wer hat uns das eingebracht, die blöde Heirat? Der Onkel, ich könnte ihn erwürgen. Onkel, das ist deine letzte Stunde. Was? Anton, tu dich nicht versündigen. Hallo Anton! Herr Anton, wie ist es dir? Was? Wie ist es dir? Mir ist es egal. Hast
du schon mit der Lenz gesprochen? Was? Ob du schon mit der Lenz gesprochen hast? Ja. Ja, und was hat sie gesagt? Meine Unterhose ist weg. Nein! Nein? Ja, ja, warte! Mensch, Berlin, du bist gekommen! Du bist hier unsere Rettung! Ich? Du musst uns helfen! Was ist denn du bist los? Der Einzige, der das kann! Es ist was passiert! Ja, erzähl! Also, was ist denn los? Sache ist wahnsinnig kompliziert, das heißt, eigentlich ist es einfach. Meine Frau ist meine Tante geworden, ich bin ihr Neffe, meine Frau ist ihre Nichte. Ich bin der Schwiegersohn von meinem Großonkel, der Vetter meiner zukünftigen Kinder und das halte ich nicht aus. Wie war das? Ach, ist doch einfach. Meine Frau ist meine Tante geworden. Ich bin ihr Neffe. Meine Frau ist ihre Nichte. Ich bin der Schwiegersohn von meinem Großonkel, der Vetter meiner zukünftigen Kinder. Und das halte ich nicht aus. Ach so, jetzt weiß ich Bescheid. Hast du begriffen? Ja, ja. Sag es mal nach. Oh Gottes Willen, nein. Sperling, helf mir. Helf mir, helf mir! Ja, was ist denn los? Helf mir, bitte, bitte, helf mir. Heirate meine Frau. Was soll ich? Wenn du uns nicht hilfst, wir sind rettungslos verloren. Du heiratest sie doch. Wen? Meine Tante, meine ich. Deine Tante? Ja. Ah, ja, 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 ja. Ist das klar? Ja. Hast du begriffen? Das ist klar. Nee. Doch, doch. Einer, der so blöd guckt, hat nichts begriffen. Doch, Anton, ich weiß genau Bescheid. Nein! Du musst das begreifen, das kann doch keiner aushalten. Anton, was ist denn los? Was da los ist, da drin sitzt meine Frau und brütet Rache. Darin. Alles kann gut werden, wenn die einen Mann findet, der sie mit von hier wegnimmt. Ja, aber Anton, du weißt doch ganz genau. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur eins. Diese Frau ist für dich wie geschaffen, jung, elegant, zauberhaft, reizend, bildhübsch. Du musst wissen, da drin sitzt meine Frau und weint sich die Augen aus. Da drin? Ja. Ich denke, da drin. Meine Frau sitzt da drin. Ach so, da drin und da drin. Ich hab doch keine zweite Blödmann. Warte, sag mal, hast du in der letzten Zeit öfter mal so ein Schwindelgefühl? Was für ein Schwindelgefühl? Komm. Was willst du denn mit? Oder knacken. Knacken. Brummen. Brummen. Ja? Ja, Moment, ich hab knallt. Nein, also, pass auf. Oh, dreh dich um. Entschuldige dich. Entschuldigung. Anton, das geht nicht. Das geht nicht so weiter. Anton, ich weiß doch was mit dir. Sei doch mal still jetzt. Was ist denn? Psst. Leise. 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 Ist wieder einer an der Flöte? Anton, erinnere dich doch bitte. Ich möchte noch deinen Tipp, Fräulein, die Lenz heiraten. Hör auf. Lenz ist eine alte Schachtel. Erlaube mal. Widersprich nicht immer, die Lenz ist eine alte Schachtel. Kannst du gerne alte Vogelscheuche heiraten. Werde, du bist doch nicht verrückt. Nee, ich nicht. Na also. Ach, entschuldige, du also nicht, bisschen... komm her, komm her, komm ja. her. Wir zwei sind gerettet. Komm hier, schau, der andere junge Freund ist gekommen, er heiratet deine Frau. Was war? Seine Frau? Ja, hör mal, Anton, du kannst doch nicht von einem wildfremden Menschen verlangen, dass er meine Frau... Doch, doch, kann er. Ja? Ja. Natürlich, da kennt wildfremd, das ist ein Freund von mir. Ja, ich tue, was du willst. Ja. Anton, wenn du willst, heirate ich seine Frau. Seine Frau? Nein, nein, das ist die Tante. Ich bin doch Onkel. Tante. Onkel? Tante, was bist du? Schuld, bin ich auch die Tante. Alter, ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Anton, wenn du willst, heirate ich auch die Tante. Nein, du kannst nicht auch die Tante heiraten, sondern nur... Kann mir jetzt endlich einer erklären, das gibt's doch nicht zu erklären. Das ist doch völlig klar, das ist hier. Klar. Sag mal, wer von euch spinnt denn hier? Überhaupt keine, Anton. Was soll denn der Anton, Blödsinn? Anton, überhaupt kein Blödsinn. Anton, ich heirate, wen du willst. Hast du vielleicht noch jemanden, den ich heiraten soll? Ja, er hat es ja noch nicht begriffen, aber das ist mir jetzt ganz egal. Du hast mir eben versprochen, du nimmst sie mit nach Afrika. Nimmst du sie mit? Nehmen Sie Fährst mit. Ab. Fahre ab. Heute, heute noch. Von hier, von hier. Direkt. Direkt. Köln, Köln. Brühl, Beul, Beul. Bonn, Bonn, Afrika. Schau dir an, das ist unser Freund, unser Retter. Mein Gott, du bist unser Held, unser großer Mann. Hoch klingt das Lied vom braven Mann, wie Orgelton und Glockenklang. Wer hohen Mut sich rühmen kann, den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. Ja, den hat's ja vielleicht erwischt. Das kann man wohl sagen. Mein Freund Anton braucht dringend ärztliche Hilfe. Ja. Was ist denn hier passiert? Na, das kann ich Ihnen erklären. Ich habe nämlich seine Frau geheiratet und er meine Nichte. Jetzt fängt der auch noch an. Stellt sich bloß mal das durcheinander vor. Jetzt ist doch meine Frau seine Tante geworden. Dadurch wird er der Schwiegersohn von seinem Großonkel, der Vetter aller seiner zukünftigen Kinder. Seht ihr einfach, kommt nicht aus. Begreifen Sie das? Begreife ich gut.
Ja, aber jetzt kann ja noch alles gut werden. Ja? Junge Freund, wenn Sie mir einen Gefallen tun. Ja, aber gern doch. Eine bitte. Lieber junger Freund, bitte heiraten Sie meine Frau. Ach, Ihre Frau? Ja, meine Frau. Ja, natürlich. Mach ich doch gern. Ja! Ja, hier. Und die Socken. Ja. So, dazu die Blumen und dazu der Hut. So, pass auf. Jetzt gehe ich ganz schnell raus. Wenn ich dann wiederkomme, dann heirate ich Ihre Frau. Ist es so recht? Ja, so ist sogar sehr recht. So, jetzt aber raus hier. Hey, was läuft hier weg? Tut ihm doch kein Mensch. Sind Sie alle ein bisschen stutzt? Was soll ich denn mit den ganzen Klamotten? Doch, idiotisch. Herr Nikolaus Breuer. Herr Graf von Rabenklau. Sie haben die Ehre unseres Hauses verletzt. Ich fordere dafür Genugtuung. Ich habe hier zwei Pistolen. Mit diesen Pistolen haben alle Rabenklaus ihre Gegner im Duell getötet. Getötet? Das ist aber nett. Wissen Sie was? Kommen Sie auch nächste Woche mal wieder mit rein. Habe ich viel mehr Zeit für Sie. Halt! Hier geblieben! Stillgestanden! Herr Nikolaus Breuer! Herr Heinrich Graf von Rabenklaus! Ich frage Sie, ist es in der Tat Ihre Absicht, sich von meiner Tochter scheiden zu lassen? Ja oder nein? In der Tat! Bitte klipp und klar, ja oder nein? Ja! Nein! Ja! Nein, doch, ja, ja! Ach, Herr, nein. Sie haben ja keinen Mut! Das ist nicht wahr! Mut habe ich für drei! Bin nur zu stolz, es zu zeigen. Was ist denn hier schon wieder los, Papa? Gut, mein Kind, dass du kommst. Dein Herr Gemahl entpuppt dich gerade als erbärmlicher Feigling. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Olympisch, jetzt guck doch mal deinen Vater an, der will sich unbedingt mit mir tunnelieren. Der will Schweizer Käse aus mir machen. Kindchen, jetzt musst du mir mal helfen. Ja, da musst du dir schon selber helfen. Du, Papa, es ist so herrliches Wetter. Ich gehe ein bisschen in den Park ausreiten, ja? Recht, so mein Kind. Olympi. Zählt mich auch noch verstümmelt. Das darf ja alles nicht wahr sein. Da wird der Mann erschossen. Da sagt die Frau, Papachen, ist so schönes Wetter draußen, ich geh mal in den Park reiten. Jetzt land es. Graf Heinrich, ich lasse mich scheiden. Bitte, Herr Breuer, schreiten Sie zur Wahl. Was denn schon wieder? Wählen Sie. Vom Wählen habe ich langsam die Nase voll. Wählen Sie die Waffe. Ah, sehen Sie, so fängt das immer an. Ja, Waffeln wäre mir ja viel lieber. Weg vom Stock. Ja, so. Nimm diese kurz entschlossen als größere Loch. Ich gebe Ihnen 15 Minuten Bedenkzeit. Ja, lassen Sie sich ruhig mehr Zeit, lieber Herr Graf. Machen Sie sich inzwischen mit Ihrer Waffe vertraut. Ja, ich bin gerade dabei. Ich werde mich indessen in der Halle einschießen. Herr Nikolaus Breuer. Herr Graf von Rabenklau. Das ist ja der reinste Albtraum hier. Ah, noch ganz, ganz. Der geht sich in meine Halle einschießen. Da lässt er mich mit so gefährlichen Dingen allein. Aber noch mal einen ruhigen Tag. Aber die Lurmaschine, das Jüte, sehe ich alles klarer. Das ist hier die Gangschaltung. Das ist schon mal. Das ist ganz sicher der Kickstart. Das Ding ist auch noch verstopft. Um Himmels Willen, jetzt fällt es mir wieder ein. Das Loch! Das Loch ist überhaupt das Gefährlichste an dem ganzen Zug. Das sogenannte lange Loch. Aus diesem Löchelchen kommt ein Kügelchen. Das geht mir ins Bälgelchen. Dann fließt Blütchen. Und dann bin ich Kapöttchen. Aber immer noch besser tot, als mit diesem Schlossdrachen da verheiratet zu sein. Auch der Wurm schreit, wenn er gekrümmt wird. Jawohl, Graf Heinrich, Sie sollen Ihr Tunnel haben. Wir stehen uns auf 20 Schritt gegenüber. Auf 50, auf 100 Schritt kommt man ein paar Meter gar nicht an. Und dann lege ich mit ruhiger Hand auf Sie an. Und dann zähle ich bis drei. Eins und zwei. Ich behalte. Ich nehme alles zurück. Ich behalte. Um Gottes Willen, was war das? Herr Graf, Herr Schmidt.
Miets haben sie mich gehört und hat geschossen. Ein Pferd! Ein Pferd! Warte, ein Pferd hat geschossen. Was? Ein Pferd ist durchgegangen. Ach. Sehen Sie doch nur, Männer. Da! Ein Lauf hält dem Pferd in die Zügel. Er hält es fest, ist das nicht kolossal? Es gibt doch noch Männer. Ja, das ist der Herr Sperling. Herr Sperling! Mein Held! Was? Mein Bräutigam! Oh, helfen Sie mir doch! Lieber Gott, mein Gott, was helfen hier? Sie ja, mir bitte. Doch mal! Machen Sie doch mal das Sofa ja, frei! Kommen Sie her, ihr könnt es ablegen. Herr Sperling, oh. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich werde Sie glücklich machen. Oh. Ich bin gleich wieder da. Mein Held! Mein Agamemnon! Oh. Agamemnon, ich glaube, sie ist auch verrückt. Da liegt sie. Meine angebetete Lenz. Ja, warum muss sie denn noch ausreiten? Ein Tippfräulein gehört hinter die Schreibmaschine, nicht aufs Pferd. Ich... Bezaubernd, wie sie da liegt. Fräulein Lenz? Fräulein Lenz? Sie hört mich nicht, sie sieht mich nicht. Jetzt habe ich Courage. Jetzt sage ich ihr die ganze Wahrheit ins Gesicht. Lenz, Geliebte, weit meiner Träume, ich kann nicht leben ohne dich. Wie oft habe ich an diese süße kleine Hand gedacht und dabei an meine Wange gegriffen. Auf Händen möchte ich dich übers Meer tragen, nur werde die meine. Um Gottes Willen, nein, 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 nein. Bleiben Sie ohnmächtig, sonst verliere ich den Faden und kann nicht mehr weiterreden. Frauen gegenüber bin ich dann immer so hilflos. Und wenn sie doch bloß ein Nashorn wäre. Ja, was? Wasser, bitteschön. Sagen Sie nur ein Wort dem Manne, der Ihnen sein ganzes Leben, seine ganze Liebe, sein ganzes Vermögen, seine ganze Menagerie zu Füßen legen möchte. Ich liebe Sie namenlos. Werden Sie die meine? Ja, was? Wasser! Kein Mann auf Gottes weitem Erdboden wird Sie so lieben, wie ich Sie lieben werde. Glücklich sollen Sie sein. Glücklicher, als es jemals ein Tippfräulein vor Ihnen gewesen ist. Reich, froh, zufrieden sollen Sie werden. Lenz, Geliebte, Mutter meiner zukünftigen Kinder, sagen Sie ja. Ja, was erlauben Sie sich denn? Sagen Sie mal, für wen halten Sie mich denn eigentlich? Für das bezauberndste Tippfräulein der Welt. Ja, und so ein armes, kleines Tippfräulein würden Sie ohne weiteres heiraten? Mit tausend Freuden. Wissen Sie, Herr Sperling, dass Sie mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen? Ja, also, abgemacht. Abgemacht. Ich hole nur schnell meinen Papa. Was? Der alte Lenz ist auch da? Ja, der alte Lenz ist auch da. Hurra, der Lenz ist da. So, jetzt ist mir warm geworden, jetzt muss ich was trinken. Lieber Freund, ich danke dir. Das hast du da großartig gemacht. Was denn? Das war sie doch. Leo. Seine Frau. Hier geblieben, Sperling, komm her. Und hier ist mein Papa. Lenz, altes Haus, komm an meine Brust. Was wollen Sie denn von mir? Was soll ich schon von Ihnen wollen, mein lieber Lenz? Ach, Lenz, Lenz, Lenz! Hört auf mit Ihrem Lenz, Sie scheint nicht zu wissen, wer ich bin. Ich bin Heinrich der Letzte. Heinrich der Letzte? Ich glaube, das ist der Verrückteste von allen. Also schön, dann nicht Lenz, mein lieber Heinrich. Heinrich von der Vogelweide! Ich bitte Sie hiermit um die Hand Ihrer Tochter. Auf was erlauben Sie sich? Schlagen Sie ein, ich nehme Sie und Ihre Tochter mit nach Afrika. Was ist das? Ja, wenn ich Sie so ansehe, Sie geben doch einen ganz fantastischen Affenwärter ab. Heinrich, kommt Sie mir die Ruhe aufnehmen. Was wollen Sie denn eigentlich? Meine Tochter ist doch längst verheiratet. Ja? Da sitzen Ihre Männer. Was, du? Anton der Erste. Und Sie? Nikola der Zweite. Und ich? Renfi das Dritte. Ja, aber dann seid ihr ja gar nicht verrückt. Nein. Aber dann sind Sie auch nicht Fräulein Lenz. Nein. Wer sind Sie dann? Ich bin die Tochter des Grafen von Ravenclaw. Und Sie würden sich scheiden lassen? Ja, mit tausend Freuden. Olympia, was soll das heißen? Das heißt, Papa, dass ich den Mann gefunden habe, den ich wirklich liebe und der zu mir passt. Und dass ich diesmal das tue, was ich will. Nein, nein, ich versage meine Einwilligung. Mein lieber Graf von Ravenclaw, jetzt hören Sie mir mal zu. Ich weiß nämlich inzwischen, wie hier der Hase läuft. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ihre Tochter wird meine Frau. Und meine Frau tut, was ihr Mann sagt. Und ihr Mann bin ich. Da können Sie ruhig auf den Hinterbeinen rumtrampeln. Das nützt überhaupt nichts. Denn denken Sie daran, ich bin Tierbändiger. Mein Schwiegersohn, ein Tierbändiger. Hans, Hans, lass ihn mit dem Schwänzchen wackeln. Bumm, bumm, lass ihn mal. Ja, aber
die richtige Lenz. Nein! Lenz! Du kommst zu spät! Da, Anastasius, die gehört dir! Da. Hochstoß und unverzagt!